Hallo, herzlich willkommen auf Sozialrat auf YouTube. Ja, ich glaube, da war ein kleiner Trailer. Ich glaube, ihr könnt mich gut hören. Alles ist da. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich ganz besonders, dass ihr heute dabei seid, denn heute seid ihr wieder im Mittelpunkt. Wir haben uns Zeit genommen für eure Fragen, unsere Antworten und wir wollen euch motivieren. Erstmal ein ganz, ganz großes Hallo in die Runde. Soweit alles okay? Ist das Bild gut? Ist der Ton gut? Da würde ich mich über eine kleine Rückmeldung freuen, vor allem, wenn es Probleme gibt. Ja, heute ist Paul hier. Es geht heute um die Themen Pflege, gerne. Das ist unser Schwerpunkt. Da kennen wir uns selber gut aus. Ich habe selber einen Pflegegrad, Pflegegrad 2. Und da können wir viel erzählen. Dann können wir gerne über Bürgergeld sprechen, ne? Sozialleistung, so in diesem Bereich. Wir können auch über Erwerbsunfähigkeitsrente sprechen. Was möchtet ihr darüber wissen? Ich selber bin dauerhaft, das heißt bis zum Rest meines Lebens, früh verrentet. Gerne erzähle ich euch, wie war der Weg dorthin, aber ich möchte vor allem eure Fragen beantworten. Vielleicht kann ich mal ein oder zwei Beispiele aus meinem Leben euch da mitteilen. Und ja, über solche Dinge können wir sprechen. Kindergeld für Behinderte, Kleinigkeiten wie Mehrbedarfe. Es geht ganz allgemein um alle Sozialleistungen. Auch vielleicht die Thematik Wohnsituation heutzutage. Welche Rechte hast du? Und ich sehe, dass in dem Chat schon einiges los ist. Vielen Dank einmal für die ganzen Rückmeldungen. Ich lese euch, ich bin ganz aktuell, ganz unten. Und danke, dass ihr mir einmal bestätigt, das ist immer wichtig, wie kommt es bei euch, bei eurer Technik an, ne? Auf dem Tablet, auf dem Handy, auf dem Fernseher und dem Notebook. Und dann weiß ich schon mal, dass ich das alles so lasse. Ja, meine Lieben, ich sehe hier oben ist der Barry, der war sehr engagiert und hat schon, bevor der Stream angefangen hat, die Fragen reingestellt. Und sehr wertschätzend möchte ich ihn dann natürlich auch als erstes dran nehmen. Schauen wir einmal, was er fragt. Barry schreibt, hallo, ich habe eine Frage. Pflegegrad beantragt im Juli 2023. Aus Reha raus im August. Termin war im September, Pflegegrad 1 ist das Ergebnis. Dann in Widerspruch gegangen, neue Begutachtung im Januar. Vermutlich 2024, Pflegegrad 2 erhalten. Okay, also das wurde schon mal korrigiert. Ja, ein gutes erstmal Ergebnis. Barry, du bist ein Motivator für alle anderen, die auch das erste Mal mit einem Pflegegrad 1 einfach so weggewischt worden sind. Bitte macht das nach. Ihr seht das. Ihr seht, wie man einfach auch sich wehren kann und auch sehr schnell Recht bekommt. Jetzt schreibt er weiter, Anerkennung zum 01.01.24 erhalten. Ist das so richtig? Erstmal nein. Das ist so ein Trick von denen, denn sie behaupten ja jetzt sozusagen, dass du ja ab dem 01.01.24 diesen Pflegegrad hast. Also sozusagen, als du damals den Antrag gestellt hast, da hattest du weniger Beschwerden. Und das müssen sie dir nachweisen. Und das ist ganz oft so nicht der Fall. Man kann das nicht einfach behaupten. Es gibt Schutzbehauptungen. Das sind einfach so, ich kann ja auch behaupten, du hast mich beleidigt. Aber ich muss doch die ganz konkrete Beleidigung nennen, den Tatzeitpunkt, das Wort, was ich als beleidigend empfinde und auch in welchem Kontext. Ne? Standst du nur auf der anderen Seite und hast mir irgendwas zugerufen? Oder gab es ein Rap-Battle, wo du ein Wort verwendet hast, was ich etwas schmerzhaft empfinde? Das ist natürlich ein ganz anderer Kontext. Ne? So, also erstmal konkret sage ich dir nein, da kannst du gegen vorgehen. Auch dem widersprichst du und sagst nein, die Anerkennung ist nicht, wie sie jetzt festlegen, ab dem 01.24, sondern damals. Denn wir waren ja in einem Widerspruchsverfahren. Du hast ja gesagt, mit dem Ergebnis von damals bist du nicht einverstanden. Vielleicht hat es auch nicht gereicht, dass du alle Unterlagen schon da hattest. Dann ist das ja sogar Pflege bestätigend, sage ich mal. Oder du brauchst mehr Unterstützungsbedarf bestätigend. Weil
du hast es nicht mal geschafft, beim ersten Mal alles so gut vorzubereiten. Das sieht man ja auch, wie eingeschränkt du bist. Dass du auch bei der Bürokratie Unterstützung brauchst. Ja, also ich würde erstmal sagen, das ist nicht so richtig. Ich hatte zum Beispiel auch mal bei jemandem abgerechnet und dann sagten die, ja, die ersten 6 Monate diese Verhinderungspflege geht nicht. Dann habe ich da angerufen einfach und habe gesagt, du, die hat schon seit 5 Jahren, ist sie im Pflegefall, die hat das noch nicht geschafft. Und dann bin ich sehr ins Detail gegangen, das sind schwierige, belastende Themen, möchte ich heute nicht aussprechen. Und dann wollte die einfach nicht weiter zuhören. Und das Telefonat war so belastend für sie, dass sie dann schon einfach die Anerkennung angenommen hat. Und die Unterlagen waren ja sowieso sehr bestätigend. Also durch ein einfaches Telefonat, wo wir aber immer sagen, ruf da nicht ohne Zeugen oder Aufzeichnung oder sowas an, dann kann man Dinge lösen. Erstmal behauptet die eine Seite etwas, okay? Also ich möchte dich da ganz stark bestätigen, so wie du schon mal in den Widerspruch gegangen bist, wiederhol das nochmal. Muss ich das nicht rückwirkend zum Juli 2023 anerkannt bekommen? Ja, musst du. Ne? Definitiv. Sie können es versuchen, sie kommen auch oft damit durch, aber das sind halt die Lügen des Staates, sage ich immer. Lass dich nicht anlügen. Also wie gesagt, es kann ja Sinn machen. Ne? Also wenn du einen Pflegeratantrag stellst, weil es dir wegen Depressionen nicht so gut geht und du hast wirklich nur Pflegegrad 1, weil die Einschränkungen sehr gering sind, aber dann nach 6 Monaten hast du einen Verkehrsunfall und beide Beine haben jetzt eine Verletzung, eine starke Einschränkung. Und du bist immer noch in diesem Widerspruchsverfahren und dann würde man sagen, okay, wir gucken ja jetzt heute nochmal und jetzt nehmen wir die verletzten Beine mit rein. Dann verstehst du das. Ne? Dann würde man sagen, ab jetzt haben sie halt jetzt eine größere Einschränkung. Das stimmt. Und das versuchen sie. Das versuchen sie dir unterschwellig sozusagen, reinzumogeln. Weil sie dadurch natürlich die Monate nicht bezahlen müssen. Es war ja kein neuer Antrag, sondern ein Widerspruch. Genau. Geht ja auch um viel Geld für immerhin 6 Monate. Richtig. Die Frage ist nur, wer kriegt diese 6 Monate? Du oder sie? Schreibst du noch weiter? 6 Monate von der Krankenkasse einen Brief bekommen, wo unterschrieben werden musste, dass der Widerspruch zurückgezogen wird und jegliche rechtliche Verfolgung des Widerspruchs erlischt. Genau, das ist ein Angebot, sich zu einigen. Also eine Art Aufhebungsvertrag, eine Art Rücknahme des Widerspruchs, weil der Widerspruch läuft noch. Du hast sozusagen ein Dokument, was aktuell ist. Also was bearbeitet wird. Du hast rechtliche Möglichkeiten. Und sie bieten dir an, darauf zu verzichten, diese einzustellen. Sie sagen dir, wir sind ihnen ja schon entgegengekommen. Und in Wirklichkeit müssen sie dir noch weiter entgegenkommen oder dir dein Recht geben. Und da würde ich dir empfehlen, das darfst du selber für dich entscheiden. Das ist auch immer mit Kraft verbunden. Natürlich sind wir hier immer und sagen, komm, wir kriegen jeden Euro, der dir zusteht, den holen wir dir. Es ist aber auch mit Aufwand verbunden. Hier ist der Aufwand gering. Es ist immer noch Papier. Die 2 nimmt dir erstmal keiner weg. Es geht nur noch um eine formelle Sache über den zurückliegenden Zeitpunkt. Und das kann man auch in den nächsten Monaten oder auch in den nächsten 1-2 Jahren klären. Auch vor Gericht. Die sind in der Beweislast, ihre Behauptung zu belegen. Und das schaust du dir an. Widersprich mit deinen eigenen Worten, schreib das da einfach hin, sei mutig, glaub an dich, wehr dich, so wie du es schon erfolgreich geschafft hast. Und wenn es weitergeht, kannst du gerne nochmal zu uns kommen und wir begleiten dich auch weiter. Und du wirst in der Sache Recht bekommen und du wirst auch sehen, wie sie argumentieren und immer nur konkrete Beispiele, die auf dich bezogen sind. Ne? Du hast ein Schreiben vielleicht nicht eingereicht, okay, aber das kannst du ja nachreichen. Du kannst auch heute Schreiben nachreichen, die begründen, dass damals diese Einschränkung, dieser Unterstützungsbedarf schon vorhanden war. Ja, und das reicht aus. Streng genommen hast du 4 Jahre rückwirkend die Möglichkeit, das nachzuweisen. Solltest du genug Unterlagen haben, Krankenhausberichte, Reha-Berichte und alles ist eindeutig, wie eingeschränkt du bist. Querschnittsgelähmt. Aber du wusstest nicht, dass du einen Pflegeantrag stellen kannst. Dann kannst du 4 Jahre rückwirkend dir das ermöglichen, weil die Leistung hätte sowieso erbracht werden müssen und jetzt kommt sie sozusagen nur. Die Sozialorganisationen haben ja keinen Nachteil dadurch. Sie hätten es dir damals geben müssen, also geben sie dir das heute.
Barry, bitte, mach weiter. Ich hoffe, dir damit geholfen zu haben. Ich scroll mich hier nochmal schön durch. Danke für eure ganze Rückmeldung. Und ich sehe, dass du nichts hinzugefügt hast. Ja, deine Antwort. Vielleicht rufst du sie auch dann im Stream ab, weil ich sehe, dass du sehr engagiert warst morgens um 9 Uhr. Richtig gut von dir. So, dann schreibt Apokalypsa, grüß dich. Wann ist euer Livestream? Immer Sonntag 16 Uhr. Das schaffen wir, das kriegen wir hin. Auf meinem Kanal Paul hilft, gibt es spontan ein paar Sachen. Aber unabhängig davon wünsche ich dir, dass du deine Anliegen löst, weil sie für dich wichtig sind. Auch wenn vielleicht mal ein Interview mit einem Schwerpunkt auf diesem Kanal hier stattfindet, hast du immer die Möglichkeit, trotzdem im Internet, in Foren oder in deiner Region, bei Selbsthilfegruppen oder auch andere Anwälte zu fragen, andere Menschen, auch auf eBay Kleinanzeiger. Das heißt ja nur noch Kleinanzeiger. Ja, wir sind für euch hier oder auch in dem Kommentarbereich. Genau. Dann schreibt Tanja. Hallo, kann ich einen Verschlechterungsantrag machen, auch wenn ich schon kurz vor der Klage bin? Widerspruch wurde abgelehnt, habe genug Atteste. Du möchtest einen Verschlechterungsantrag stellen. Ich möchte dich besonders gut verstehen. Du bist kurz vor der Klage in diesem Verfahren. Erstmal würde ich sie trotzdem stellen. Ob sie nachher auf den Millimeter genau war, ob alles gestimmt hat, kann man im Nachhinein prüfen. Erstmal zeigst du damit deinen Willen und das ist wichtiger. Ganz oft sagen die Gerichte dann wegen irgendwelchen Kleinigkeiten, kann man gewisse Dinge nicht ablehnen. Weil es war trotzdem dein Wille erkenntlich und du hast dich bemüht im Rahmen deiner Möglichkeiten und die Hürden der Behörden waren zu hoch für den Bürger, das darf nicht. Auch gewisse Firmen dürfen nicht Dinge zu kompliziert machen. Und da sagen die Gerichte, dann wird es zugelassen. Und ich würde erstmal, wenn es dein Wille ist, ja, den sehe ich noch nicht ganz raus, welchen Sinn es für dich macht, aber ich möchte dich trotzdem auf deinen Weg unterstützen. Dein Widerspruch wurde abgelehnt. Du gehst jetzt vor Gericht. Du hast genug Atteste und du möchtest trotzdem in dem Verfahren einen Verschlechterungsantrag stellen. Kannst du machen, aber ich wüsste jetzt noch nicht, warum du das willst. Das darfst du mir gerne nochmal sagen, Tanja. Du schreibst aber auch weiter schon. Habe genug Atteste, Kind 2, dem haben sie die 2 weggenommen. Gleich auf 0 runter. MD war 30 Minuten da. 20.01. da. Am 24.01. hat die Kasse schon runtergestuft. Unbedingt in den Widerspruch gehen. Unbedingt darauf auch erwähnen, dass die Leistungen erstmal erhalten bleiben, bis sich das Ganze klärt. Auch unter Vorbehalt, dass du, weil sonst würde eine Art Körperverletzung stattfinden. Sollte sich im Nachhinein rausstellen, dass das falsch war, dass da Fehler passiert sind, und das ist ja ganz oft so, dann hätte man dir eine wichtige Sozialleistung, die dein pflegebedürftiges Kind mit Pflegegrad 2 unbedingt braucht, entzogen. Und das ist eine Form der Körperverletzung, des Unrechts. Ein Schaden erzeugt man damit. Und da reicht es nicht aus, finde ich, wenn man das am Nachhinein einfach wieder zurückgibt, sondern das muss jetzt erstmal bleiben, wenn du dir sicher bist, dass dir das zusteht. Weil sonst, wenn du nachher komplett verlierst, dann würde man so einen Ratenplan haben, auch mit 10, 20, 30 Euro monatlich, wenn man arm ist, dass man das zurückzahlt. Dann haben sie zum Beispiel 1.000 Euro Pflegegeld weitergekriegt oder auch 2.000, 3.000. Und dann muss man die halt über 10 Jahre zurückzahlen, auch ohne Zinsen in so einem Bereich. Das ist so den Weg, den ich gerne gehe. Aber sei dir dessen bewusst, dass man lieber jetzt das Geld nimmt und derzeit motiviert ist, weiterzuarbeiten. Ich hoffe, deine Frage ausreichend verstanden zu haben, liebe Tanja. Und ich sehe auch, dass im Chat dir auch weitergeholfen wird. Du schreibst jetzt ganz aktuell, ich muss viel Geld dafür bezahlen für Klage und muss sehen. Daher frage ich, er hat die 1 bekommen, aber habe einen großen Pflegebedarf. Du hast Widerspruch eingereicht. Ja, du brauchst Unterstützung. Die Pflegewächter sind da. Hier nochmal mit Banner gerne. Du hast
Du wirst sonst leider einfach mit dem großen Trecker übergefahren. Tanja, du bitte wehr dich. Genau Menschen wie die in deiner Situation sind, lass die damit nicht durchkommen. Das sind die Pflegewächter. Die sind sehr, sehr erfolgreich, sehr gut. Ich würde dir empfehlen, alles einmal zusammenzufassen, alle schreiben, schön als PDF in einer E-Mail. Alles, was du hast, alle Arztbriefe, alle auch vielleicht alles, was du erstmal hast, ist okay. Und dann fordere noch mehr Unterlagen ein. Und dann schick denen das. Gib denen das als E-Mail. Und die werden sich bei dir melden. Die sehen ganz schnell, wie einfach sie gewinnen können. Im Sozialbereich hast du kein Kostenrisiko. Das ist etwas, was Salomo auch immer sehr schön betont hat. Du hast einfach das Recht, das überprüfen zu lassen. Die sind sogar befangen. Der Gutachter der Rentenversicherung ist nichts wert. Der arbeitet bei der Rentenversicherung, der ist der Rentenversicherung unterstellt. Der Gutachter vom MD soll neutral sein. Sind sie nicht. Sie sind dem MD unterstellt. Sie machen sowas am Fließband. Das ist nicht neutral. Du hattest keinen fairen Prozess. Man hat das zwar jetzt aus dem Namen gestrichen, der Dienst aus den Krankenkassen und so weiter. Ich kriege hier nochmal eine super Rückmeldung von Freunden. Schaut gut aus im Stream und so weiter. Dann kommt was Privates. Ja, das freut mich. Danke für die Rückmeldung. Kenne deine Rechte, liebe Tanja. Ja. Du musst kein Geld bezahlen. Vor dem Sozialgericht kannst du dich selber verteidigen, aber das empfehlen wir dir nicht. Du brauchst jemand an deiner Seite, der dir das komplett abnimmt. Es ist für dich auch zu schwer, möchte ich sagen, für jeden, wenn du schon eingeschränkt bist. Du bist mit der Pflege deiner vielleicht zwei Kinder, zumindest eins auf jeden Fall, mit Pflegegrad 2, beschäftigt. Das ist schon eine fordernde Aufgabe. Und wenn dann sowas passiert, das ist unverschämt. Du hast in Zukunft die Möglichkeit, auf bewerte den Staat, den Gutachter zu bewerten. Das darfst du. Das ist eine berufliche Situation und dagegen kannst du sehr sachlich und objektiv das Erlebte wiedergeben und auch beweisen. Das ist eine andere Geschichte. Erstmal rette dich selber, okay? Sonst wirst du bei den anderen sehen, wie sie sich gewehrt haben, was denen alles widerfahren ist. Tanja, ich bitte dich. Ich werde fast schon ein bisschen hysterisch. Diese ganze Ungerechtigkeit. Wenn man weiß, wie, dann stoppt man sie sehr schnell. Okay? Rein in die Öffentlichkeit, rein vors Gericht. Die Gutachterin soll als Zeugin geladen werden. Sie soll sich dazu erklären. Hol dir das Gutachten. Was hat sie festgestellt? Wie begründet sie das? Es kann auch sein, dass vielleicht nicht alle Arztbriefe aktuell waren. Okay? Ich möchte jetzt nicht zu sehr inhaltlich darauf eingehen, aber liebe Tanja, bitte, bitte. Glaub an dich. Du hast gerade eben den Barry gesehen. Der hat sich schon weiter gewehrt. Okay? Das ist das, was wir heute für euch tun können. Wir können euch eine Orientierung geben und so grob unser Expertenwissen mit euch teilen. Und der Rest ist Routineaufgabe. Da freuen sich alle Anwälte, die kriegen das bezahlt. Und es ist dein Recht und du sollst auch dein Recht kriegen. Deswegen gibt es das Sozialgericht. Ein Gericht nur für Menschen, die Sozialleistungen bekommen. Weil so viel Ungerechtigkeit passiert. Und die sind wichtig. Und locker gewinnen da die Hälfte der Leute. Locker. Die andere Hälfte hat aufgegeben, die Klage zurückgezogen, vielleicht auch einen kleinen Fehler gemacht oder das Ganze unterschätzt. Oder konnte auch einfach nicht. Du gehörst zu den Gewinnern. Und wir wollen diese Quote auf 80, 90% steigern. Denn keiner klagt, wenn er nichts hat. Liebe Tanja, glaub an dich. Ich tue es. Guck mal, die Jennifer sagt das auch noch mal ganz deutlich. Tanja, ich würde Widerspruch einlegen und einen neuen Antrag stellen gleichzeitig. Mach alles, was wir dir sagen, wenn du kannst. Wenn du das hinkriegst, versuche es. Und es geht nicht um die Form. Selbst wenn es nur eine E-Mail ist. Ich stelle hiermit einen neuen Antrag. Und dann ziehst du deine Unterschrift unter die E-Mail so rein als Bild. Das ist ein sehr guter Antrag. Die Krankenkassen haben oft auch eine App. Da kannst du das einfach reinstellen. Oder du schreibst das einfach auf ein Blatt Papier mit deiner Hand, unterschreibst und dann fotografierst du dich mit dem Blatt in der Hand. Und dann, ja, meine Kamera kann sich jetzt auch bewegen. Und dann ist das dein Antrag. Sei cool, sei erfolgreich. Na, noch ein klein bisschen und dann muss ich so machen.
liebe Tanja. Siehst du, wir alle motivieren dich. Ah, so, ihr Lieben. Mach ich, schreibst du. Tanja, abgemacht. Mach was, gib Gas, lass dich nicht von der Angst leben, lass dich nicht von der Verletzung, die einen zu Boden reißt. Ne? Bleib nicht am Boden. Steh auf, du bist stolz, du hast Rückgrat, es ist dein Recht und das holst du dir jetzt. Und jetzt musst du nur wissen, wie. Okay? Und die Kunst ist sogar, weniger zu machen und dann zu gewinnen. Sehr einfach. Nicht zu schreien und zu weinen und auf die Tränendrüse zu drücken, wie schwer alles ist. Und auch nicht sagen, dass du wenig Geld hast, weil damit hat das ja nichts zu tun. Die Menschen, die wenig Geld haben, kriegen ja nicht einen Pflegegrad. Ich verstehe dich. Ich verstehe deine schwierige Situation, dass du darauf angewiesen bist. Ja. Und das will auch der Staat, dass er dir das gibt. Und weißt du was? Die Mitarbeiter, das ist bei vielen Mitarbeitern sogar im Staat eine Protestreaktion. Die wollen dir das nicht geben, damit du dann auf die Straße gehst und gegen die Politik bist. Damit sie ein höheres Gehalt bekommen. Aber das sind so meine eigenen Meinungen, die erzähle ich euch sonst mal ein andermal. Oh, schön, eure ganzen Grüße zu sehen. Genau. Sarah schreibt noch, meine Frage ist, ob man den Antrag auf Höherstufung lieber schon vor Ablauf der nächsten Begutachtung stellen soll. Eine gute Idee. Also immer, wenn du mehr Gründe hast, wenn sich deine Gesundheitssituation ändert, darfst du natürlich drüber nachdenken. Denk drüber nach. Du bist in einem gewissen Rahmen auch verpflichtet, das zu melden. Natürlich auch, wenn sich das reduziert. Also es gibt zum Beispiel jetzt eine Pille, die dir die Heilung verspricht. Und die nimmst du und jetzt bist du nicht mehr so eingeschränkt. Dann steht es natürlich so drin, dass du dann verpflichtet bist, das mitzuteilen. Denn es gibt ja auch keine Leistung mehr dann, die erbracht werden müssen. Richtig. Andererseits bist du auch verpflichtet, wenn mehrere Beschwerden dazu kommen. Das machen viele zu spät, weil sie da gar nicht dran denken. Sie versuchen erstmal zurechtzukommen, was auch völlig normal und natürlich ist. Und ich will noch mal kurz die Kamera ändern. So, und dann ein bisschen runter. Geht das so? Ich glaube, ich muss dann so machen. Hm? Nee? Hm? Schade. Okay. Mann, ich habe, glaube ich, was anderes gemacht. Ne? Ich muss noch mal so machen. Jetzt spiele ich mit der Kamera rum. Ich habe eine neue Kamera. Ja, ich wollte ein bisschen. Dann muss ich das mit der Hand, glaube ich, sonst irgendwann mal steuern. Zurück zu dir. Verzeihung. Ich freue mich über mein neues Equipment. Und natürlich kannst du jetzt jede Kleinigkeit melden. Das geht, richtig. Es macht dann vielleicht keinen Sinn, weil es eine kleine Veränderung ist, die in einem gesamten Kontext zu keiner Veränderung führt. Ne? Du könntest jetzt selber im Pflegegradrechner so ein bisschen Pi mal Daumen gucken und dann würdest du schon abschätzen können, ob sich das lohnt, weil auch die Begutachtungssituation eine Belastung ist. Das darfst du selber entscheiden. Natürlich ist es jetzt aber geschickt von dir, wenn du Beschwerden hast, die dazugekommen sind oder vielleicht auch Beschwerden, die beim Antrag damals nicht in seiner vollen Gänze gewürdigt worden sind, dass du jetzt kurz davor sagst, ey, es ist noch schlimmer geworden, weil damit legst du sozusagen schon den Anker schon höher. Dann kommen sie und sagen, oh nee, wir wollten sie runterstufen. Ah, dann reden beide über zwei ziemlich verschiedene Welten. Also ich finde deine Idee ziemlich gut und vor allem, wenn du da noch mehr Gründe hast, nutze die Zeit, lass deine Einschränkung belegen, dein Unterstützungsbedarf soll deutlich werden. Na, das hängt ja auch mit den Einschränkungen zusammen und dann die darauf beziehen, welche Erkrankung man hat, was ist das Problem, wo ist die Quelle. Und dieser rote Faden, der hilft. Und das ist eigentlich eine super Vorbereitung auf die Überprüfung. Also ich möchte ganz ehrlich sagen, ja, ich würde die anderen schon empfehlen, wenn sie wissen, dass bald in 2-3 Monaten die erneute Begutachtung ist und sie waren schon vielleicht beim ersten Mal nicht einverstanden mit dem Ergebnis, aber sie hatten keine Kraft dagegen vorzugehen oder hatten auch Angst, das ist auch ein großes Thema, dann lieber die Zeit nutzen, sich vorzubereiten und dann lieber 3 Monate vorher selber das Verfahren eröffnen. Ja, ich mag mutige, starke Menschen, finde ich richtig gut. Also von mir große Anerkennung. So, ihr wisst,
dass ich immer jetzt das einmal systematisch durchgehe. Das heißt, ich sehe die Antworten von oben. Chrissy schreibt noch so schön. Danke, dass ihr uns allen Mut macht und euer Wissen weitergebt. Sonst hätte ich mich nicht an den Rechtsanwalt Würstmann gewendet. Ja, auch eine Empfehlung, auch ein sehr guter Mann. Bitte, nehmt alles, was ihr kriegen könnt, gewinnt, weil ihr braucht diese Unterstützung. Es ist ein ganz großer... ich sehe, dass es sehr schwierig ist, all dieses Wissen, was wir haben, wir können vor Gericht stehen, wir können frei reden, wir wissen, was wir tun müssen. Das haben wir aber auch auf die harte Tour gelernt. Und dass ihr das jetzt schnell in so einem Crashkurs lernt oder euch die Videos anguckt und dann glaubt, dass ihr das Niveau erreicht, das es braucht, um erfolgreich zu sein, das sehe ich als schwierig an. Vor allem, wenn man selber eingeschränkt ist, wenn es um den eigenen Pflegegrad geht oder wenn man vielleicht Mutter von zwei pflegebedürftigen Kindern ist. Man ist nicht in der Lage, beruflich tätig zu sein, soll dann aber so ein Jurastudium mit Schwerpunkt Sozialrecht und Pflege absolvieren. Ich sehe das als schwierig und deswegen sage ich, lehnt euch zurück. Die Gegenseite muss beweisen, dass ihr gesund seid, dass ihr diese Einschränkung nicht habt. Und ihr lehnt euch zurück und holt euch tolle Leute zur Seite. Eure Ärzte, gute Anwälte, gute Vereine, gute Leute. Auch könnt ihr zu uns kommen, wenn ihr mal irgendwas ganz Absurdes erlebt und uns das zeigen. Wir haben gute Argumente, wie wir damit umgehen. Ja, also genau darum geht es hier. Euch Mut zu machen, euch euer Recht zu holen. Und ich sage euch, das ist wunderschön. Und genau das ist das, was auch funktioniert, indem ihr da denkt, dass sie alles richtig machen. Die werden das doch gelernt haben. Oder oh, es gibt Konsequenzen. Oder wie macht man das alles? Dieses Wissen, das ihr nicht habt, das aber die andere Partei weiß, dass es für euch das erste Mal ist, das ist ein großes Machtgefälle. Ja. Bitte, 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 bitte glaubt an euch. Ja, jetzt schreibt Stemi hier nochmal sehr schön. Es geht um Pflegegraderhöhung von 1 auf 2. Fristgerechter Widerspruch. Also ihr seht, da muss man drauf achten. Man hat einen Monat Zeit zu sagen, ich bin nicht damit einverstanden. Ich widerspreche ihren Behauptungen, ihrem Ergebnis. Und dadurch... Das ist wichtig, kann man erstmal das Verfahren weiterführen, weil sonst ist es abgeschlossen. Warum melden Sie sich so spät erst, dass Sie nicht damit einverstanden sind? Was ist denn passiert? Lagen Sie im Koma mehrere Monate? Das wäre ein Grund. Alles andere nicht. Und das sind manchmal diese Kleinigkeiten. Für die Widerspruchsbegründung hat man wiederum Zeit. Da kann man sich auch eine Fristverlängerung holen. Das kann auch mal 3 Monate dauern. Oder auch ein halbes Jahr. Das ist jetzt sehr viel. Bitte nicht gleich glauben, dass ihr das auch macht, ne? Und all das. So, du hast fristgerecht Widerspruch eingelegt. Ja, Depressionen und Angststörungen wurden nicht ausreichend berücksichtigt. Ja, die Tragweite meiner Erkrankung ist mir selbst nicht bewusst. Ich habe noch weitere Schreiben vom Arzt organisiert oder mein Arzt steht Ihnen zur Verfügung. Sie haben ihn nicht mit einbezogen. Einfach dagegen klagen. Also ich möchte dir, Stemi, ganz besonders helfen. Es ist mittlerweile, früher gab es den Spruch, ach, beim Erstantrag werden doch alle abgelehnt. Das weiß doch jeder. Einfach in den Widerspruch gehen. Beim zweiten Mal wird man ernst genommen. Das erste Mal ist für die Doofen. Die auf dem Land. Das war so der Umgang. Ich fand das unmöglich. Ich habe da auch mit Ärzten drüber gesprochen. Das ist eine belastende Situation für diese Menschen. Das ist etwas, was wehtut. Und die sollen das nochmal machen. Nochmal soll man von seinen Beschwerden und Einschränkungen reden. Vor allem alte Menschen haben damit ein großes Problem. Und das tut weh. Ja, und das war aber, alle, die sich auskennen, wissen einfach, brauchen wir gar nicht drüber reden, einfach Widerspruch machen. Ich habe ihn schon vorbereitet. Ich habe da so aus dem Katalog, also so ein, sozusagen wie so ein Kalender, und da reißt man jeden Tag einen Widerspruch raus, einfach rausschicken. Und man gewinnt. So einfach konnte man früher gewinnen. Und leider möchte ich euch sagen, ist es mittlerweile auch beim zweiten Fall so. Da, wo ich früher gesagt habe, beim zweiten Mal wird man ernst genommen, nach dieser Zeit, wo wir alle mal ein bisschen mehr zu Hause waren, also so seit 2020, sage ich mal, hat sich was verändert. Und dadurch die ganzen Geldtöpfe sehr knauserig mit umgegangen wird, lieber bezahlen, also Sie können sich entscheiden, entweder ich bezahle morgen Ihr Gehalt als Gutachter beim MD oder wir haben kein Geld, weil Sie zu viele Pflegegrade rausgegeben haben. Dann müssen wir Ihr Gehalt kürzen oder Sie ganz entlassen.
Solche Sätze hören die Mitarbeiter. Die werden auch in Zukunft auf Bewerte den Staat auspacken, was sie alles von ihren Chefs mitbekommen haben, damit ihr nur versteht, mit was für ein Gegenüber ihr es zu tun habt. Manchmal sind diese Menschen auch sozusagen Opfer ihrer Umstände. Bevor sie ihr Geld verlieren, reden wir über ihren Pflegegrad. Und heutzutage, ich empfehle dir das, um das jetzt abzuschließen, Stemi, was musst du wissen? Geh in den Widerspruch, zieh das durch. Ich empfehle einige Menschen sogar, sich wenig vorzubereiten, weil sie auch nicht mehr können. Und dann einfach das Ganze als Generalprobe zu sehen. Du hast noch keine Unterlagen, mach heute den Antrag, lass das mal so auf dich wirken. Wie ist das so, wenn jemand nach Hause kommt und dir solche Fragen stellt? Je weniger du dich vorbereitest, umso lockerer und entspannter bist du. Und oft sogar ist man dann stärker in der Sache. Und dann hast du ja eh eine Chance. Dann gehst du in Widerspruch, dann guckst du mal und dann bemühst du dich ein bisschen mehr. Und auf jeden Fall vor Gericht. Vor Gericht wird nämlich ein neutraler Arzt aus der Region, der mehrere Sachen macht, der auch ein normaler Arzt ist, der an deiner Gesundheit interessiert ist. Es kann sogar sein, dass dein Arzt, dein Schwerpunktarzt, dein Facharzt, dein Spezialist den ganzen Vormittag an einem Tag der Woche immer Gutachten macht fürs Gericht, weil das ist seine Aufgabe. Da wird er immer ausgewählt. Also er macht bereits Gutachten. Es kann sein, dass dein Arzt, den du sehr schätzt, der sehr gut ist, der dir sogar empfohlen hat, einen Pflegegradantrag zu stellen, später vom Gericht sogar beauftragt wird oder vielleicht reichen seine Schreiben. Solche Menschen sind sehr menschenwürdig, sage ich mal. Ja, sehr respektvoll. Okay, Stemi, bitte einfach nicht ernst nehmen. Lass dich nicht ärgern. Kenne deine Rechte und fordere sie ein. Okay? Oh. Ja. Hier schreibt Heike, grüß dich. Hallo Paul, hat es Auswirkungen, wenn man EM, ich vermute mal, du meinst Erwerbsunfähigkeitsrente, erwerbsgemindert ist? Ja, wir müssen mal ein bisschen gucken. Deswegen spreche ich das aus, damit, wenn ein Fehler ist, du mich einmal korrigierst, bitte, ganz live in dem Chat. Jetzt bist du dran, das sind deine 10 Minuten. Hallo Paul, hat es Auswirkungen, wenn man erwerbsgemindert hat und nicht mehr als 3 Stunden arbeiten darf, man aber neue pflegende Person ist und 8 Stunden Pflege täglich leistet? Also, ich möchte dir das mit einem Wort beantworten. Ich gucke nochmal, ob du ein bisschen weitergeschrieben hast, dann nicht sofort. Erstmal, nein. Nein, es hat keinen Nachteil. So, definitiv nicht. Weil diese 3 Stunden, richtig, darunter bin ich auch dauerhaft voll erwerbsgemindert, sagt man so, ne? Oder? Dauerhaft ist ja eine andere Sache, aber du bist voll erwerbsgemindert. Teilweise erwerbsgemindert ist man, wenn man zwischen 3 und 6 Stunden arbeiten kann. Und jetzt ist die Frage, was ist Arbeit? Arbeit ist was anderes, als jemanden zu Hause zu pflegen. Deswegen kriegst du auch ein anderes Gehalt dafür. Deswegen sind viele Dinge unterschiedlich. Ich will mal gar nicht mich da verlieren. Aber Arbeit ist nicht das Gleiche wie Pflege. Einen fremden Menschen zu pflegen, ist was anderes, als das eigene Kind zu pflegen. Okay, das muss man sonst erstmal messen oder herauskristallisieren, dass sozusagen die Pflege des eigenen Menschen da in der Umgebung genauso aufwendig ist wie einer Arbeit, der man nachgeht, also die Belastung. Das ist das Erste. Dann 8 Stunden täglich ist ein bisschen viel. Das irritiert mich. Also dann hättest du ja sozusagen, ja, 7 Tage die Woche. Ich bin sehr schlecht da drin, also ich gebe das ja hier alles einfach ein. 7 mal 8 ergibt 56 Stunden Woche. Vielleicht gibt es da ein kleines Missverständnis. Also das wäre ja, es ist vor allem egal, weil die Stundenanzahl nicht mehr relevant ist. Die Stundenanzahl, die kommt von früher. Früher hat man Pflege ausgerechnet mit Minuten. Können Sie sich selber die Zähne putzen vollständig? Dann kriegen Sie da, also wenn Sie das nicht können, dann brauchen Sie 5 Minuten in der Pflege. So, können Sie aber sich selber die Zähne putzen, aber Sie kriegen die Zahnbürste nicht auf. Also nee, die Zahnpasta, das müssen Sie aufdrehen und dann müssen Sie drücken und derjenige ist nicht so feinmotorisch. Ja, dann kriegen Sie nur 2 Minuten oder 1 Minute, weil das macht der Pfleger. Aber die Zähne putzen, die anderen 4 Minuten, das müssen Sie selber.
Und so hat man früher Pflege ausgerechnet. Und da war auch der ganze psychische Bereich nicht drin. Also jemand mit Asperger hier, ein Autist, war da gar nicht drin. Der war kerngesund sozusagen nach dem Pflegesystem. Und die sind jetzt alle mit dabei. Also das ist nur eine veraltete Sache, die auch nicht mehr relevant ist. Aber sie steht immer noch so irgendwie drin. Sie hat nur keine Aussagekraft. Ich habe andere Menschen, die haben den gleichen Pflegegrad wie deine Person. Da steht 10 Stunden in der Woche. Also das ist so absurd und so willkürlich, da möchte ich mich gar nicht mehr verlieren. Also ich nehme solche Sachen nicht ernst, weil sie auch nicht von Bestand sind. Heike, also ganz klare Antwort, deine Rente wird nicht gefährdet. Und jetzt ganz neu sogar, der Gesetzgeber hat nicht genug Kraft sozusagen in der Gesellschaft, Arbeitskraft, Arbeitskräfte. Und sogar Leute dürfen jetzt ganz legal, die erwerbsgemindert sind, da darfst du mal nachschauen, 6 Monate lang über 3 Stunden am Tag arbeiten, Einkommen generieren, völlig legal, was nicht versteuert wird, weil wir diese Leute da draußen brauchen. Weil wir wissen, dass da draußen auch Bürgergeldempfänger oder Menschen wie wir beide natürlich was dazu beitragen können. Wir können zwar nicht viel, aber ein bisschen. Und das dürfen wir momentan nicht, weil es gibt sogar, wir sind dann sogar schlechter gestellt. Wenn wir das machen, kriegen wir sogar mehr Kürzungen manchmal. Da geht noch der Platten am Reifen kaputt und der wird mir nicht bezahlt. Und solche Sachen. Das kann ein richtiges Verlustgeschäft sein, die Tür zu verlassen und was Gutes zu tun. Und das ist vernünftig, dann zu Hause zu bleiben. Also jeder vernünftige Mensch, der seine Finanzen im Griff hat, schützt sich. Okay, und jetzt gibt es halt so diese Ausnahmeregelung. Schau uns mal nach. 6 Monate, natürlich mit ein paar Grenzen, darf man sogar arbeiten. Das durfte man vorher nicht. Okay? Heike, ganz, ganz besonders bitte, glaub an dich. Du schreibst jetzt noch ganz aktuell, 8 Stunden hat der Pflegegutachter eingetragen. Kein Missverständnis, habe extra nachgefragt. Super. Super, dass du weißt, was die Fakten sind, was da steht. Stark. Nicht denken, überlegen, irgendwas miteinander kombinieren oder so einen Knoten im Kopf haben. Richtig, da steht 8 Stunden am Tag. Wow, vielleicht ist das ein hoher Pflegegrad, das kann sein. Aber es ist irrelevant. Du stehst eigentlich nur da drinnen, also anders ausgedrückt. Lass die mal zu dir kommen. Die müssen dir ja nachweisen, dass es irgendwas ist. So, dann lehnst du dich zurück und guckst mal, was die da behaupten. Oft sind das Beleidigungen, Unterstellungen und Verletzungen. So, und dann bleibst du sachlich und kommst dann zu uns, wenn das Problem da ist. Ich möchte lieber Probleme lösen und dich auch beruhigen. Und ich meine, wenn der Pflegebedürftige 8 Stunden am Tag wirklich Unterstützung braucht, dann hat er wahrscheinlich einen vielleicht höheren Pflegegrad. Und dass du da stehst, ist erstmal nur wichtig, dass du die Kontaktperson bist. Okay, Heike, das ist jetzt erstmal so. Ob es noch weitere Menschen gibt, wie ihr die Pflege untereinander organisiert, vielleicht bist du ja nur die Managerin, die dann das weiterleitet und den Plan macht oder die Bedürfnisse des Pflegebedürftigen versteht, gut zusammenfasst und weitergibt. Weil die anderen vielleicht das in ihrer eigenen Sprache brauchen. Okay, also Heike, ich sag dir, sowas kann man sehr schnell vom Tisch wegwischen, wenn es darum geht. Okay? Die andere Seite muss dir das nachweisen. Okay? Und es wäre auch richtig. Na, ich möchte auch diese Situation sagen, Heike, wenn du da zum Beispiel, diese Person ist in einem Pflegeheim so und da gehst du immer hin und du machst die Pflege. Die Person, und da gibt es Überwachungskameras und so. Und man hat ziemlich gut ein Protokoll, wann du gekommen bist, wann du gegangen bist. Und dann bist du jeden Tag 8 Stunden dort. Dann würde man sagen, wow, ne, 56 Stunden oder was das da war. Wow. Also wer 8 Stunden jeden Tag dahin irgendwo hingehen kann und 8 Stunden da bleiben kann, denk jetzt mal nicht, dass du dich mit ins Nebenbett legst und auch schläfst. Da würde man schon sagen, der ist nicht erwerbsgemindert in unserer Gesellschaft. Da, wer das kann, der kann auch vielleicht in einer Bibliothek die Bücher einsortieren. Okay? Punkt. Heike, also du siehst, da sprudelt die Kreativität aus mir raus. Okay? Also bitte, Mut, Mut, Mut. Nicht den Teufel an die Wand malen. Wir müssen uns nicht um 20 Probleme kümmern, die vielleicht kommen könnten. Wir müssen uns nur um das eine Problem kümmern, das kommt. Und auf das kann man sich meistens nicht vorbereiten. Und Jan sagt das noch so schön. Krass, wie viel ihr wisst. Werde euch weiterempfehlen. Danke, Jan. Das hilft uns. Na, wir sind für die Menschen da. Schaut uns auch im Chat rein. Da gibt es noch viele schöne weitere Fragen und Antworten dazu. Ja. Mhm.
Stemi noch mal ganz kurz von vorhin. Wir hatten ja darüber gesprochen. Ich sehe jetzt hier noch einen Zwischenkommentar von dir. Welche Begründung soll ich bitte der AOK nachreichen? Termin beim Hausarzt ist am 2.2. Du kannst zum Beispiel einen guten Trick anwenden. Bereite das vor. Schreib dir schon selber auf, was du für Beschwerden hast. Eigentlich sei ehrlich zu dir. Was ist Sache? Sag dem Arzt, vielleicht bin ich auch immer zu Ihnen gekommen und habe mich von meiner besten Seite gestellt. Es ist jetzt auch ein Entwicklungsprozess für mich, meine Einschränkungen auch aussprechen zu können. Ich bin da auch in Therapie oder in Selbsthilfegruppen und ich schaffe jetzt erst die Tragweite meiner Erkrankung zu erkennen. Ich lebe anders, als das gesunde Menschen tun. Mein Leben ist ganz anders, total eingeschränkt. Und dann liste sie auf. Versuch dich kurz zu fassen, also von so einer A4-Seite, ne? Bitte nur oben die Hälfte sozusagen, dass du dem Arzt das geben kannst. Ich möchte ihm meine Gedanken mitteilen und ich habe mich kurz gefasst. Weil sonst reden wir manchmal zu viel. Es gibt solche Leute oder wir vergessen etwas. Wir haben uns Stichpunkte aufgeschrieben, aber was wollte ich dazu nochmal sagen? Schreib doch jetzt in Ruhe, du hast ja noch Zeit, alles auf. Gib ihm das und er kann Stempel drunter machen. Er kann das in seinen eigenen Worten verfassen. Er legt es auch in die Akte mit rein. Und das ist auch ein Zeichen, dass du in dem Gespräch nicht alles mitteilen kannst. Dass du in dem Gespräch deine Gründe genannt hast. Deine Gründe stehen erstmal in der Arztakte. Du hast sie da reinbekommen. Das ist erstmal wichtig, es ist protokolliert. Es ist nicht mehr nur in deinen Gedanken und es ist nie ausgesprochen worden, sondern es ist erstmal damals, ne, am 2.2. eingereicht worden. Mehrere Ärzte, Hausarzt ist ein bisschen wenig. Ängste, Depression, Psychiater, Neurologe, sowas in der Richtung. Es gibt zwei Ärzte, da gibt es einmal den Arzt, der Medikamente verschreiben kann, bei denen ist man meistens nur kurz. Der schreibt einen auch krank. Ja, Medikamente musst du nicht nehmen. Das ist ein eigenes Thema für sich. Soweit, das darfst du selbst für dich einschätzen. Macht manchmal Sinn. Ich finde, dass es oft zu früh gegeben wird. Und derjenige, der kann gute Sachen schreiben, der ist auch oft Gutachter für die Gerichte. Und dann gibt es zum Beispiel den Therapeuten, da sitzt man meistens eine Dreiviertelstunde und redet. Ne? Der verschreibt keine Medikamente, damit man das nochmal weiß. Okay, Stemi, jetzt weißt du Bescheid, okay? So, jetzt schreibt hier jemand, ich nenne ihn mal Herr Bitt. Ich habe Pflegegrad 3 seit 2022 Januar. Pflegegrad 3, 22 Januar. Das ist schon erstmal Gratulation dazu. Das ist echt schon eine Leistung. Gut für dich. Das ist eine Unterstützung, wo ich dir wünsche, dass sie dir hilft. Januar 2022 und möchte einen Schwerbehindertenausweis beantragen. Okay. Buchstabe HB, wie muss ich genau vorgehen? H für hilflos. B war, glaube ich, für Begleitung. Ich schaue nochmal selber nach. Schwerbehindertenausweis, Buchstaben. B-Begleitung, genau. Ja. So, das sieht alles gut aus. Wie genau musst du da vorgehen? Hast du noch weitergeschrieben? Erstmal würde ich mir das Pflegegutachten holen, falls du es schon hast. Dann hast du die Möglichkeit, also ich würde Papier sammeln. Du kannst bei deiner Krankenversicherung eine DSGVO-Anfrage stellen, dann kriegst du all deine Daten. Da ist ganz viel. Da sind alle Abrechnungen aller Ärzte drin mit Diagnose. Die müssen immer schreiben, was sie diagnostiziert haben, was haben sie gemacht, was für eine Untersuchung. Alles. Das ist sehr, sehr wertvoll. Bei den Ärzten würde ich solche DSGVO-Anfragen nicht machen, weil die sind da immer, das ist eine sensible Sache. Sie haben Angst, etwas falsch zu machen und dadurch dann dein Persönlichkeitsrecht zu verletzen. Und dann ist es sehr ärgerlich, weil Ärzte leben von Vertrauen und sie haben nur Angst, etwas falsch zu machen. Du darfst ihn eher höflich fragen. Es gibt gute Ärzte, die sagen, okay, kein Problem, da ist der Computer, wir haben sowieso alles digital. Sie wollen das haben, ich setze Sie da rein, Sie können ja alles bitte einfach filmen oder da ist ein Drucker, klicken Sie auf Drucken, wie Sie wollen. Also es gibt auch richtig coole Ärzte, die sagen, alles ist mir egal. Ich finde, das hängt gut miteinander zusammen. B für Begleitperson, H für hilflos.
Ich kenne viele, wo das zusammenhängt. Also bist du so hilflos, dass du Unterstützung brauchst? Also du kannst das eigentlich selber gut beschreiben. Erklär deine Situation und belege sie mit Arztbriefen. Ja. Du kannst natürlich auch bei YouTube googeln. Was siehst du da jetzt noch so? Ich habe jetzt keinen Ratgeber oder keinen Leitfaden für dich, weil ich finde, die Situation ist immer sehr individuell. Aber es ist gut machbar. Es hängt ein bisschen auch mit den Punkten zusammen. Also dann würdest du ja auch eine sehr hohe Punktzahl bekommen. Ja. Es kommt auch darauf an, in welchem Bundesland du bist. Ich kenne sogar Leute, die extra umgezogen sind, nur für wenige Monate, weil es gibt konservative Städte und Regionen. Da wird das nicht so gerne vergeben, der Schwerbehindertenausweis, weil es gibt da auch eine Transferzahlung an den Bund und so. Es gibt so Strafzahlungen. Und je mehr die Städte Behinderte haben, umso mehr Strafe müssen sie zahlen, die nicht unterzubringen. Und da ist ein Interesse, nicht so engagiert zu sein, sehr kritisch das Ganze zu würdigen. So nennt man das. Dir das nicht zu geben. Irgendwelche Gründe zu finden, um sie gegen dich zu benutzen. Und das ist gemein. Und das ist extra anstrengend. Und da gibt es Städte, vor allem Berlin, wo man es fast schon hinterhergeworfen bekommt, weil es sehr menschlich ist, weil man sich sehr, sehr viel Verständnis hat. Das ist Deutschland, so ist es. Und das darfst du mal für dich mitnehmen, überlegen, gucken in deiner Region. Es gibt auch Foren, wo da man sich austauscht, wo du das auch siehst, wo viele Leute schon gefragt haben. Ey, ich habe den gleichen Antrag in Oldenburg gestellt. Warum wurde der abgelehnt mit 0 Punkten? Dann bin ich umgezogen, habe die gleichen Unterlagen nochmal in Frankfurt eingereicht und ich habe alles gekriegt. Was ist das für eine Welt? Solche Berichte gibt es auch in Foren, soziale Foren, Hartz-IV-Forum. Erwerbslosenforum. Ne? Das sind so meine Gedanken dazu. Ich bin da nicht so der Experte. Diese Buchstaben können dir viel bringen, denn du kannst damit auch ein Begleitungsauto fahren oder Bahn fahren oder auch andere Reisen finden so statt. Du hast damit sehr viele Rechte. Also es lohnt sich für diese Buchstaben was zu machen. Und wenn dein Arzt dich begleitet und sagt, ja, sie haben diese Einschränkungen, also zum Beispiel Menschen, die Asperger haben, Menschen mit Asperger, die sind sehr eingeschränkt. Also wenn mich meine Freunde mit Asperger besucht haben, dann muss dieser Parkplatz frei sein, weil sie sonst an mir vorbeifahren, ich winke zu und sie sagen, nee, dieser Parkplatz ist nicht frei, ich fahre wieder nach Hause. Das kann ich nicht. Das sind solche Einschränkungen. Ja. Mann hat Pflegegrad 3, ne? Dein Mann vermutlich. Hallo Apokalypsa. Voll erwerbsunfähig, bekommt eine kleine Rente, bekommt aufstockende Hilfe. Okay, also er ist voll erwerbsgemindert, so, ne? Voll erwerbsunfähig. Das Geld reicht aus der Rente nicht raus, dann stockt er auf über die, wie nennt sich das jetzt noch? Grundhilfe oder so, das Wort fällt mir jetzt noch nicht ein, ist ja auch egal. Und dann hat er Pflegegrad 3. Ähnlich wie bei mir. Jedoch zahlt der Sachbearbeiter von 170 Euro Umlagekosten, Nebenkosten nur 38, bitte um Rat. Wer? Jedoch zahlt der Sach, das verstehe ich leider nicht ganz. Also da fehlen mir Informationen, du schreibst noch weiter. Was bedeutet dieser Satz Apokalypse? Jetzt in den Chat rein. Jedoch zahlt der Sachbearbeiter von 170 Euro. Welcher Sachbearbeiter? Von welcher Behörde? Was für 170 Euro? Umlagekosten, / Nebenkosten, nur 38. Bitte um Rat. Du schreibst dann weiter, in der alten Wohnung in einer anderen Stadt wurde alles bezahlt. Auch die Jahreskosten, Abrechnung, Nachzahlung. Vielleicht geht es um die Nebenkosten, vielleicht geht es um die Wohnungssituation. Ich kann dich da gut verstehen. Kann es sein, dass die neue Wohnung, da fand anscheinend ein Umzug statt, nicht angemessen ist. Und da sind wir bei einem guten Thema. Diese ganzen Angemessenheitssachen, die sind nichtig. Da hat sich sehr viel verändert in den letzten Jahren. Also ich würde klagen, dass sie die volle Summe übernehmen sollen. Wenn es um die Wohnung geht, auch die Nebenkosten müssen übernommen werden. Diese ganzen Mietspiegel, diese ganzen Begründungen sind nicht gültig. Mehrere Gerichte haben jetzt Folgendes gesagt. Der Staat hat massiv Sozialwohnungen abgebaut. Diese Menschen finden eine Wohnung,
Der Markt steigert sich hoch, es ist aufgeblasen, das ist ein Spekulationsobjekt. Alle Beamten, die mit 18 anfangen, schenken sich eine Eigentumswohnung oder ein Haus, weil Beamte kriegen sofort Kredite. Das ist, viele Wohnungen sind in Beamtenhand. Beamten sind die Hauptvermieter in der Gesellschaft. Und gleichzeitig sitzt der Beamte in der Sozialbehörde und sagt, wir bezahlen nur bis zu dieser Grenze. Und das ist, da kommt der Sozialstaat seinen Pflichten nicht nach. Und das sagen auch die Gerichte, das könnt ihr so nicht machen. Ihr seid verpflichtet und jetzt kommt's. So lange das nicht reduziert werden kann, die Summe, müsst ihr sie übernehmen, vollständig. Natürlich kein Luxus, aber es ist egal. Ihr müsst demjenigen nicht sagen, es ist zu teuer und irgendwas kürzen, sondern ihr müsst demjenigen helfen, vor allem wenn er eingeschränkt fähig ist, eine Wohnung zu finden. Das kann eine Gesundheitssituation sein, aber es kann auch eine schlechte Schufa sein. Es kann auch sein, dass er vielleicht ein schlechtes Bewerbungsschreiben schreiben kann. Also ja, man bewirbt sich ja auf Jobs, aber man bewirbt sich auch auf Wohnung. Und die Gerichte sagen immer mehr, wir verurteilen euch zur Zahlung, vollständigen Zahlung, vollständigen Übernahme. Und wenn derjenige eingeschränkt ist, ihr müsst ihm helfen, sich auf Wartelisten einzutragen. Ihr müsst diese neuen günstigen Wohnungen für ihn besorgen. Und solange ihr das nicht könnt, zahlt ihr dafür. Das ist das Menschenrecht, das ist die Menschenwürde, das ist unser Nachbar, den wir so behandeln wollen, vom Gesetzgeber, aus der Gesellschaft heraus. Egal, was für ein Mensch das ist, das steht dem Menschen zu. Und das ist eine sehr wichtige Sache, vor allem, wenn es um Kürzung geht. Wer bezahlt auch dann den Umzug? Wer bezahlt alles? Der Staat hat komplett diese Eigenverantwortung zu erfüllen. Er muss sich einbringen. Er hat Pflichten. Er kann sagen, diese Wohnung ist zu teuer, aber dann soll er auch bitte zeigen, welche günstiger ist. Und das kann er nicht. Und da gibt es viele, viele tausende Menschen, die wahnsinnig über dieser Grenze sind. Und alles wird übernommen und bezahlt. Und euch mogelt man vielleicht ins Gesicht. Okay? Apokalypse, ich hoffe, deine Frage damit dir irgendwie geholfen zu haben, okay? Ihr habt recht, irgendwas stimmt da nicht. Und immer einfach gegen angehen, weil du kannst nur schnell dagegen angehen, ne? Nach einem Monat. Oder du kannst einen Überprüfungsantrag stellen, ein Jahr lang. Oder du kannst auch einfach so das beantragen. Wenn du nachweisen kannst, dass dieser Mann schon seit 4 Jahren irgendwie draufzahlen muss, dann hätte man ihm das schon damals geben müssen und du beantragst jetzt eine rückwirkende Anerkennung. Stell diesen Antrag. Das Recht steht dir zu. Ich beantrage eine rückwirkende Übernahme dieses geringen Betrages, vielleicht der über der KDU, das ist die Kosten der Unterkunft, diese Grenze, die in jeder Region anders ist, die übernehme ich. Also ich habe zum Beispiel, als ich hier eingezogen bin im Sommer letzten Jahres, also vor 6 Monaten, da war die Grenze hier in der Region 760 Euro. So, eine Wohnung für 760 Euro warm. Jetzt ist sie ein bisschen gesunken, weil Gas auch günstiger ist. Jetzt sind wir nur bei 700 Euro. Hat man sich alles schön gerechnet. Also du siehst, dass die KDU sich sehr stark ändert. Wie kann das sein? Also da, die Gerichte akzeptieren die ganze Gesprächsführung da nicht mehr. Okay, also Apokalypse. Bitte weitermachen, unbedingt. Heute sind wir hier mit großer Manpower im Livestream. Ich sehe, dass Salomo und Jennifer ganz fleißig mithelfen und ihr gehört auch zum Team dazu, denn ihr schreibt auch ganz viel euer Wissen dazu. Und das ist das Schöne. Für den Fragenden sind wir heute unglaublich wichtig. Und das wollen wir für euch sein. Ganz individuell, ganz konkret auch mit unseren Beispielen und versucht, dieses Muster euch anzueignen, in Lösung zu denken. In Erfolg, seht unseren Erfolg, seht den Erfolg der anderen, gehört dazu. Kommt mit in die Gruppe, okay? In die Gruppe der Gewinner. Ich lese hier noch eure Kommentare, auch viele liebe Worte, genau. Genau. Auch hier, ja. Also echt toll, was ich hier so sehe.
Genau, auch Lutz schreibt sehr schön, ihr habt die Möglichkeit, euch einen Beratungsschein zu holen, und dann würde ein Anwalt euch das, sich das angucken. Also ein Beratungsschein ist so eine Art Gutschein, ein 100-Euro-Gutschein, sage ich mal. Den kriegt ihr vom Gericht, sehr einfach auch. Ihr geht dahin und sagt, ich verstehe das alles nicht, das ist mir zu viel und das kann nicht sein. Hier geht es auch um meine Rechte, ich muss das überprüfen lassen und ich will dagegen vorgehen. Und du kannst ja schon mal Widerspruch einreichen, damit die Zeit da weiterläuft, damit man im Verfahren bleibt. Und in der Zeit gehst du zu einem deiner Anwälten, die du suchst. Es kann ein Online-Anwalt sein, es kann aber auch einer in deiner Region sein. Und der freut sich. Und wenn du dem das mitbringst, das kann man auch online beantragen, dann bringst du dem diesen Gutschein mit und dann ist das schon alles erledigt. Und dann freut er sich und sagt, Sie haben eine Stunde Zeit, lassen Sie uns drüber reden. Vielleicht ist es auch nur eine halbe Stunde, weil die andere halbe Stunde macht er das Schreiben fertig und alles. Aber eine halbe Stunde mit einem guten Gewinneranwalt zu sitzen, der freut sich. Das ist sein Stundensatz, ja, fertig. Er braucht diesen Gutschein nur noch abgeben und kriegt dann das Geld überwiesen. Das ist der gute Weg. Bitte geht nicht dahin und mit eurem Mietvertrag und Sozialhilfebescheid und sagt, mach du das mal, weil das ist für ihn dann extra Arbeit. Das zieht er dann sozusagen da von der Beratung ab. Seid Gewinner. Und Lutz ist ein ganz besonders starker Mensch hier. Da werden wir bestimmt noch vieles hören. Ich halte Lutz für sehr fähig. Also ich lese mir oft seine Kommentare durch und die sind so gut, dass ich nur noch ein Like dazu geben kann, weil ich inhaltlich nichts hinzufügen kann. Liebe Grüße, Lutz. Jan, du hast noch eine Frage. Da hast du jetzt eine Ausnahme erwischt, denn wir gucken sonst erstmal, dass jeder nur eine Frage hat. Ne? Es sollen möglichst viele verschiedene Menschen rankommen. Bei der halbjährlichen Beratung findet nur ein Gespräch statt oder wird auch begutachtet und eventuell runtergestuft? Meinst du dieses Beratungsgespräch? Da will man nur sicher gehen, dass die Pflege sichergestellt ist. Ne? Also auch ich muss zweimal im Jahr, ich habe Pflegegrad 2, zweimal im Jahr muss sozusagen geguckt werden. Lebe ich noch? Ist alles in Ordnung? Es gibt ja auch Situationen, wo ich sag mal, der Partner den anderen einsperrt und das Geld einsackt und sich gar nicht um denjenigen kümmert. Das ist die extreme Version. Ne? Und darum geht es. Es geht nicht darum, euch was wegzunehmen. Es geht ganz im Gegenteil sogar darum, ob es noch weitere Dinge gibt, die ihr braucht. Es ist etwas sehr Gutes, etwas sehr Wertschätzendes. Es gibt das Ganze auch online. Man kann das auf Pflegedschungel machen. Ganz, ganz toll. Der Chef dort telefoniert mit dir, macht das alles. Du kannst dich einfach über den Kalender reinbuchen. Kenne deine Rechte, sammel dir Informationen, hab keine Angst, die dich lähmt und dich in der Sache nicht weiterbringt, sondern mach es einfach. Ja. Man versucht eigentlich das einmal im Jahr in der Wohnung zu machen, aber ich würde sagen, dass ich da mittlerweile eine andere Meinung habe. Also kurz und knapp, wir haben das all die Jahre gefeiert. Das heißt, wir sind so eine kleine Gruppe, wir haben uns immer getroffen und sind dann zusammen dahin gefahren. So, dann ist einer nach dem anderen da reingegangen und danach sind wir mal Pizza essen gegangen, Eis essen, spazieren an schönen Gartenanlagen mit Wasser und sowas. Also wir haben uns eine gute Zeit gemacht und das ist abgefrühstückt. Wir sind aber auch schon viele Jahre dort. Das heißt, es ist Routine. Alles beim Alten, alles normal. Der eine erzählt, ich habe eine neue Partnerin. Der andere erzählt, ich bin umgezogen. Der andere erzählt vielleicht, dass, ja, was gerade so los ist. Ne? Und das war's. Man kennt sich auch irgendwann. Also ich meine auch die diese Kontrolle machen. Und wir sind immer zu dem Pflegedienst hingefahren und haben das dort gemacht. Weil das war am einfachsten. Und dann war es erledigt. Wir haben auch etwas Belastendes mit etwas Entlastendem verknüpft. Und das hat Spaß gemacht. Und ja, man kann das auch zu Hause machen. Ich kenne auch zum Beispiel Leute, da fährt dann die Pflegefachkraft, die das so machen darf, nach Feierabend so auf dem Weg nach Hause zu ein, zwei Kunden vorbei, die da zufällig wohnen, und kommt einfach kurz hoch, zieht gar nicht die Jacke aus, bitte kein Kaffee, gar nichts. Alles in Ordnung, gibt es irgendwas, hier unterschreiben, das ist Ihre Kopie, ciao. Also es kann auch wenige Sekunden sein. Geht auch.
Man kann auch, ich hatte mal einen guten Freund, wir haben uns lange nicht gesehen, haben wir gesagt, komm, legen wir zusammen. Wir haben, glaube ich, 2 Stunden hier über Gott und die Welt geplaudert in meiner Wohnung. Wir haben uns gut gehen lassen. Wir sind dann auch auf Tour gegangen. Kann man sich schön gestalten? Natürlich, ne? So. Also das ist deine Sache, wie du möchtest. Und diese Haussituation, da bin ich mittlerweile etwas kritisch. Also wenn man, ich finde erstmal, man darf nicht entmündigt werden, egal wer. Erstmal ist das so. So, wenn man keine Türschwellen hatte, die hatte man damals bei der Begutachtung nicht und auch jetzt nicht. Und es ändert sich nichts an der Wohnsituation. Und meine Wohnsituation ist in Ordnung. Und das bestätigt vielleicht auch noch der Hauptpfleger. Alles in Ordnung. Was wollen Sie wissen? Wollen Sie vielleicht ein Foto haben? Da könnte man sich vielleicht drauf einigen. Muss aber auch nicht. Also ich finde diese ganze, wer meine Wohnung betritt, ein bisschen bin ich da motiviert worden, sage ich mal. Und da würde ich sagen, dass viele nicht das Recht haben. Wir geben denen freiwillig die Möglichkeit, unsere Wohnung zu betreten. Ich habe nichts zu verbergen, ganz im Gegenteil. Ich hole manchmal gerne die Leute in meine Wohnung. Dann sind sie auf meinen Überwachungskameras. Aber so verpflichtend? Ich meine, für die Pflegegradermittlung kann man das ganze Gespräch ja auch auf einem neutralen Boden führen. Ja? Ob es jetzt Umbaumaßnahmen gleich gibt, ne? Badewannen, Lift und was auch immer. Das könnte man vielleicht auch anhand von Beschreibung einfach festlegen. Da muss ja nicht jemand in die Wohnung kommen. Also kommt jemand eher in die Wohnung, um die Wohnung zu sehen und umbauen zu wollen? Oder ja, also ihr versteht mich da. Das ist irgendwann ein eigenes Video wert. Okay? Oh, ihr schreibt hier so schön und so viel. Jetzt habe ich ein bisschen zu stark gescrollt. Jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Genau. Und wo ist... Hier. Mal gucken, ob ich gleich jemand übersprungen habe. Ingeborg. Hallo, ich brauche Hilfe bei Insolvenz. Pflegestufe 2 und Entlastungshilfe. Bin 100% behindert. Hilfe findest du in deiner Region. Ich bin der Meinung, dass du entweder gute Online-Partner brauchst, die für dich Geld verdienen müssen. Das heißt, sie kennen deinen Fall vorher. Du brauchst mehr als nur ein Beratungsgespräch heute, höre ich raus. Ich kann dir eine Orientierung geben, wo dein Recht wahrscheinlich ist. Ich kenne mich auch aus. Ich hatte auch eine Privatinsolvenz. Und ja, kann dir zuerst mal sagen, dass dir das ganze Geld nicht weggenommen wird. Das müsstest du behalten können. Also das sind alles Sozialleistungen, die werden weder bei dir gefändet, noch bei demjenigen, der sie kriegt, auch wenn der in der Insolvenz ist. Ja. Du kannst dein Konto umstellen auf ein Bürgergeldkonto, oder wie heißt das? Wie heißt denn, jetzt muss ich einmal kurz gucken, Konto für jedermann, wie nennt sich das noch? Basiskonto, das Mindestkonto oder so. Das ist das Standardpaket sozusagen mit den geringsten Leistungen. Das kannst du jetzt nicht so überziehen, kriegst auch keine 20.000 Euro Kredit oder was auch immer. Ne? Und das kannst du umstellen und dann kannst du deinen Freibetrag auch gleichzeitig erhöhen lassen. Das kann man auch online machen mit so Schuldnerberatung. Dann zeigt man denen das kurz, die nicken das dann ab, die sehen dann. Also einer muss überprüfen, wir haben immer das Vier-Augen-Prinzip. Eine neutrale Stelle muss das bestätigen. Ne, das darf auch gerne alles so anonym bleiben, aber die bestätigen dann, okay, wir haben gesehen, dass sie mehr Geld kriegen, was ihnen zusteht. Und wir bestätigen, dass sie das selber behalten dürfen. Und dann wird dieser Freibetrag in deinem Konto erhöht. Also ich habe auch irgendwie 1.500 oder sowas da stehen. Das ist alles frei. Ich hatte sogar mal 2.000, weil ich da die Gelder damals anders fließen lassen habe, aber ich möchte mir das noch einfacher machen. Und du hast da ganz viele Rechte. Ich höre jetzt keine konkrete Frage raus, liebe Ingeborg. Ich scroll noch mal hier so schön durch, ob du noch weitergeschrieben hast. Du hast ja auch das schöne Foto mit dem Hund. Aha, Apokalypse hat auch einen Hund. Und ich sehe da jetzt zumindest nichts Konkretes raus. Ich bin auch noch sehr weit oben. Bei der Insolvenz sollte dir auch die Schuldnerberatung helfen können oder dein Insolvenzverwalter. Diese Leute hast du alle in deiner Region. Die helfen dir, die sagen dir, was Sache ist. Frag die ruhig.
Wenn du Ängste und Sorgen hast, brauchst du Informationen, die dich beruhigen. So, jetzt gucke ich noch mal kurz nach oben, ob jemand übersehen worden ist. Ja. Okidoki. Geh, du schreibst noch ganz allgemein jetzt. Ne? Möchte eine Erhöhung. Könnte ich auch eine rückwirkende Anerkennung eines höheren Pflegegrads bekommen? Hast du da einen Tipp für eine Vorgehensweise? Dank dir. Ja, die Beweise sind, oder die Strategie ist Beweise, Beweise, Beweise. Wenn du nachweisen kannst, dass du diese Einschränkung hattest, ich nenne mal ein Beispiel, um konkret zu werden. Jemand mit einer schweren posttraumatischen Belastungsstörung oder auch eine komplexe posttraumatische, also gibt es mehrere stärkere Varianten von. Der hat vielleicht etwas erlebt, etwas, ne, da kommt die ja her und die war ja vielleicht vor 5 Jahren. Und er hat auch Therapie gemacht und diese Einschränkungen stehen überall. Und dieser Mensch ist sofort erwerbsunfähig geworden, hat Dinge erlebt. Es kann zum Beispiel auch ein Lokführer sein, der etwas erlebt. Ne? Da hat ein Menschen, dem ging es nicht so gut und hat sein Leben beendet. Vor seinen Augen. Und das ist irgendwie ganz wild gewesen. Und er hat all diese Beweise irgendwo in den Akten. Und erst nach 4 Jahren hat er verstanden, dass er einen Pflegerat beantragen kann. Oft machen das die Menschen erst, wenn sie keine Ersparnis mehr haben und nicht mehr zurechtkommen. Wenn das Gesparte aufgebraucht ist, wobei man das behalten darf. Und dann beantragen sie einen Pflegegrad. Und sie kriegen auch vielleicht sogar beim ersten Mal dauerhaft, weil das so gut belegt ist, einen Pflegegrad ab dem Tag der Beantragung. Ja. Und da ist die Frage, viele haben nicht die Kraft dafür, weil man muss diesen Weg gehen. Und ich möchte auch ehrlich sein, wenn ich dir jetzt dabei helfe, dann kostet mich das auch vielleicht 50 oder 100 Stunden. Wo ich wirklich nur mich damit beschäftige. Wir müssen noch viele schreiben, lesen, antworten. Ich muss all deine Akten durchgehen, alles mir rausnotieren, was dafür spricht, alles, was dagegen spricht, wegargumentieren. Dann gibt es einen Schlagabtausch mit den Behörden. Und das muss in der Gänze ein gewisses Niveau erreichen, dass man gewinnt. Ja, kann ich nicht tun. Weder zeittechnisch noch von der Kraft. Und warum sollte das jemand Fremdes für dich tun, wenn er da kein Geld für kriegt? Also auch Anwälte gewinnen den Prozess und werden dann von der Staatskasse bezahlt. Diese Menschen brauchst du. Und du könntest dann, wenn du das beweist, zum Beispiel eine DSGVO-Anfrage hast oder all diese Arztbriefe gesammelt hast, dann kannst du ja beweisen, belegen, dass du diese Einschränkungen schon vorher hattest und du hattest keine Hilfe. Du wusstest das nicht. Oder es gibt Menschen, die als Kind nicht so gut behandelt worden sind. Keine Sorge, ich bleibe mal ganz allgemein. Und die wissen, die sind hilflos. Die sind vielleicht auch unterentwickelt. Es gibt Mütter, die haben ihre Kinder einfach vor dem Baby-TV gesetzt. Das Gehirn ist unterentwickelt. Mütter, die Alkohol getrunken haben. Mütter, die ihre Kinder eingesperrt haben, schreien lassen, sich Apple-Kopfhörer mit Noise-Canceling aufgesetzt haben. Und diese Kinder sind in ihrer Fähigkeit, in dieser Welt zurechtzukommen, stark gemindert, stark eingeschränkt. Sie sind viele Jahre zurück. Vielleicht sind sie 25, sind aber geistig im Alter eines 12-Jährigen. Und sie könnten nachweisen, dass sie das alles nicht konnten, dass sie das nicht beherrschen. Das kann man ja auch messen sozusagen. Und die würden es auch rückwirkend kriegen. Das steht ihnen erstmal zu. Das sind so Beispiele. Es ist sehr individuell, wie du siehst, weil wir brauchen auch eine individuelle Strategie für dich, eine Lösung. Es gibt nicht einen Ratgeber, geh den einfach durch und dann gewinnen alle. Das funktioniert meistens nicht, weil dann machen die einen Gegenratgeber. Dann haben die den gefunden und sagen ganz allgemein, ja, das können wir hiermit wegargumentieren. Dann müssen wir wieder einen Ratgeber für den Ratgeber machen. So funktioniert das nicht, okay? Ich hoffe, dich zu motivieren. Darum geht es hier. Kenne deine Rechte, so eine grobe Orientierung und atme tief durch. Und es kann sein, dass du lieber deine Kraft investieren kannst für Dinge, die du dir jetzt aufbaust, du jetzt dich schützen, jetzt neues Geld, neue Leistung beantragen, anstatt vielleicht irgendwas hinterher zu trauern, was lange her ist, was wehtut.
was vielleicht auch schwer ist zu bekommen. Vielleicht gibt es ja Dinge, die du jetzt dieses Jahr einfacher erreichen kannst und vielleicht schon den halben Erfolg davon hast. Das darfst du selbst für dich entscheiden. Ich bin auch immer jemand, der guckt, was hat man alles für Möglichkeiten? Wie viel Kraft haben wir beide? Was ist alles so realistisch? In welcher Region leben wir? Das ist auch immer wichtig. Was für Sachbearbeiter wirst du schon kriegen? Denn wenn dein Name den Buchstaben hat, weiß ich schon, bei wem du landen wirst. Ich weiß, bei welcher Richterin wir sind. Ich weiß vieles schon im Voraus. Das weiß ich bei dir jetzt nicht. Und da bist du nochmal. Ne? Deswegen, du siehst, wie individuell das ist. Du siehst aber auch, wie gut ich bin oder wie gut ich sein möchte, um zu gewinnen. Ich schieße manchmal ein bisschen übers Ziel hinaus, aber lieber, habe ich auch immer gesagt, lass uns zumindest auf einen Pflegegrad höher schießen. Dann haben wir auf jeden Fall den sicheren, den wir haben wollen. Und viele haben dann mir gesagt, hey Paul, selbst wenn ich nur 2 kriege, bin ich doch schon erstmal zufrieden. Oft wurde es dann nicht 2, sondern was anderes. Okay? Auch keine 1, damit es keine Missverständnisse gibt. Oh, dann gibt es eine schöne, wie nennt man sowas, Lobkundung oder sowas, ne? Einen schönen Kommentar von Schneeflocke. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich lese dich in letzter Zeit auch öfter. Paul, du bist ein wertvoller Mensch. Danke. Und das sind wir alle. Wir alle sind wertvoll. Wir alle sind der wichtigste Mensch in unserem eigenen Leben. Und wir alle können uns mit Respekt begegnen, sachlich, und in der Sache schauen, was wir da tun. Die andere Seite hat sich entschieden, wie ein Hütchenspieler zu sein. Ihr müsst nicht mit dem Hütchenspieler spielen. Okay? Mhm. Jan schreibt nochmal, hallo, es stimmt, im Gutachten 2 Bewertungen nicht. Gut, widerleg die, am besten mit Beweisen. Hattest du sie schon oder besorgst du sie nachträglich? Der Arzt kann auch schreiben, diese Einschränkung besteht schon länger. Bereits seit wann? Er schreibt ja immer rein, seit wann bist du bei ihnen in Behandlung? Seit wann sind welche Einschränkungen bekannt? Zum Beispiel könnt ihr auch schreiben, Jans Einschränkungen sind schon seit 2002 bekannt und halten dauerhaft an. Dieser Satz ist super wertvoll. Dadurch fehlen mir Punkte zum Pflegegrad 3. Also geht so ein bisschen bis zu so einer Grenze. Da lohnt es sich ganz besonders gegen vorzugehen. Du kannst auch einfach dich zurücklehnen. Mach den Widerspruch, dann verlierst du ihn. Und dann dauert es, bis das Gericht Zeit hat. Und das ist oft ein Jahr. Es kann ein Jahr sein. Und bis dahin weißt du ja gar nicht, wie es dir geht. Vielleicht hast du bis dahin Zeit. Vielleicht haben sich bis dahin Arztdokumente ergeben. Sie müssen dir nachweisen, dass du diese Einschränkung nicht hattest am Anfang. Nochmal, sie müssen dir nachweisen, dass du gesund bist. Du musst nachweisen, was alles nicht funktioniert. Kann ich diese Punkte korrigieren lassen oder muss ein Widerspruch und ein neues Gutachten erstellt werden? Ich würde immer alles machen. Widerspruch. Du kannst natürlich auch, wenn du das Geld hast, selber ein Gutachten in Auftrag geben. Du kannst, das ist eigentlich normal, vor allem für reiche Leute, du kannst den besten Arzt der Region nehmen. Es gibt einige, die sehr bekannt sind. Du kannst auch einen normalen Arzt nehmen und sagen, ich möchte, dass sie kriegen einen Auftrag von mir, nicht vom Gericht. Ich möchte sie buchen, ich möchte sie bezahlen. Kostet ungefähr 800 Euro so ein Gutachten, ein Tausender ungefähr. Und erstellen Sie mir bitte, machen Sie das Gleiche, was Sie bei allen anderen auch machen. Ich möchte meine Pflegesituation überprüfen lassen. Begutachten Sie mich. So, jetzt kann es sein, dass du da vielleicht ein bisschen sehr befangen ist, weil das vielleicht ein Arzt ist, der dich schon länger behandelt. Der würde das vielleicht nicht so machen, weil er sagt, ich behandle sie gleichzeitig. Da gibt es einen Interessenskonflikt. Du könntest den besten Arzt der Stadt nehmen, wo du nie warst. Das wäre erstmal ein besseres Gutachten als das vom MDK. Also das ist nämlich der Trick, wenn du vor Gericht, sage ich mal, der erste Antrag beim MDK klappt irgendwie nicht, ne? Die erste Begutachtung, dann gibt es ja eine erneute Begutachtung nach dem Widerspruch, ne? Das macht ja wieder der MDK und das klappt jetzt, sage ich mal, auch nicht. Und jetzt ist so ein ganz gemeiner Richter, sage ich mal, selten, aber oder eine Richterin auch. Es gibt auch Frauen, die sehr gemein sind, sogar mehr Frauen als Männer im Staat, auch weil mehr Frauen da sind. Ist ein bisschen wie bei der Kirche. Und diese Richterin nimmt jetzt mit Absicht eine Gutachterin, die richtig gemein ist. So. Die hat das schon so ein bisschen vorbereitet. Das heißt, du sollst verlieren. Und selbst da würde man jetzt, wie kann man jetzt da noch raus?
gibt es ein paar Wege, vor allem wenn du einen besseren Gutachter nimmst, der deutschlandweit noch mehr Anerkennung hat. Das ist einer, der richtig gut auch das Gutachten zerpflückt. Weil jetzt hat die Richterin zwei Gutachten. Sie hat zwei Gutachten, die gültig sind und weiß jetzt aber keine Entscheidung zu treffen, weil sie will nicht haften. Weil sie, wenn sie einen Fehler macht, ist es sehr wichtig, sie haftet als Privatperson da irgendwo. Das meine ich jetzt ernst, das ist wirklich so. Sie haftet auch mit ihrem Beruf. Sie ist auch versichert und so weiter. Es ist nicht immer nur die leitende Funktion, sondern sie hat etwas ausgesprochen. Sie hat etwas getan und deswegen will sie sich ja schützen. Deswegen will sie ja ein Gutachten holen. Sie beauftragt das, weil sie kann das ja auch nicht entscheiden. Sie ist ja auch nicht wissend. Aber jetzt ist sie nicht wissend bei diesen zwei Gutachten. Und deswegen würde es dann ein drittes Gutachten, also ein weiteres Gutachten geben und so weiter. Und dann, oh, da vergehen Jahre und so weiter. Okay, lieber Jan, glaub an dich. Ich sehe fast nur noch, wie ihr euch gegenseitig antwortet, ne? So, falls ich eure Frage übersprungen habe oder so, weil das hier so viel ist und ich die Namen auch hier wieder lese, dann müsst ihr sie nochmal unten reinschreiben und das ist ein bisschen, es ist das pure Glück hier. Wir bevorzugen keine Mitglieder, wir bevorzugen nichts, wir machen das auf unsere Art, ja. Einige machen das sogar immer, dass sie unten bei den aktuellsten Kommentaren gucken und immer wenn man fertig mit einer Frage ist, kommen alle Leute nochmal und schreiben ihre Frage. Und dann pickt man wieder eine raus. Auch hier Heike schreibt nochmal sehr schön, ich möchte mich nochmals für all eure Hilfe bedanken. Wir haben bei der Begutachtung letzte Woche aus dem Stand heraus Pflegegrad 3 erhalten und unser Ziel übertroffen. Ohne euch wäre das nicht möglich. Heike, ganz großes Kino, okay? Doppeldaumen rauf, stark. Du darfst auch in Zukunft deinen Gutachter sogar positiv bewerten, wenn das eine gute Begutachtung war. Das gibt es auch, das ist selten, wird ein bisschen besser, muss ich sagen, seitdem wir dagegen vorgehen, überlegen sich die Gutachter zweimal, wer mehr Macht hat, der Chef oder wir als öffentliche Kunden. Danke, Heike. Vielen Dank, dass du uns das auch zurückgibst. Das entspannt uns auch immer zwischendurch. Das macht uns besonders Spaß. Dann schreibt hier Stemi noch etwas Schönes. Ist okay, will nur nicht als Schmarotzerin dastehen. Und das ist das, was man auch aufgebaut hat, Stemi. Kannst du dir vorstellen, dass das vielleicht gar nicht deine Gefühle sind? Warum hast du nicht das Gefühl des starken Rückgrats, der starken Wirbelsäule? Diese Gefühle, die ihr habt, die dürft ihr euch gerne mal anschauen. Woher kommen sie? Man hat zum Beispiel beim Hartz IV über Jahrzehnte eine Angstkultur aufgebaut, ein schlechtes Image. Die da, man hat mit dem Finger auf die gezeigt. Man redet nicht über die Reichen, wie gut es ihnen geht und wie ihre Gewinne entstehen aus dem Niedriglohnsektor. Man redet nicht über die Seminare charismatisch in 3 Minuten, anstatt eine Gehaltserhöhung zu geben. Wie man in 3 Minuten seinem Mitarbeiter wertschätzend sagt, dass er ein ganz toller Mensch ist und wir sind eine große Familie hier in der Firma. Und durch das Bewundern des Mitarbeiters, es schafft einfach weniger Geld für sich zu haben. Stellen Sie sich vor, Sie sehen die Dollarzeichen in den Augen Ihrer Mitarbeiter. Lächeln Sie, behandeln Sie diese Menschen gut, die bleiben und verzichten dann freiwillig auf ihre Gehaltserhöhung. Das ist toll. Sie nehmen das Geld mit. Und diese Seminare gibt es auch in unserer Gesellschaft. Aber diese Stigmatisierung, das Gefühl, dass du eine Schmarotzerin bist, lass dir das einfach nicht sagen. Selbst wenn 1000 Menschen denken, dass du ein Schmarotzer bist, weißt du was? Mir ist egal, was alle Menschen hier denken. Ich bin, wer ich bin. Ich will derjenige sein, der ich bin. Und ich mache mein Ding. Und das war auch für mich mal am Anfang der Überwindung, irgendwann mit 20, dazu zu stehen. Aber ich sage dir ganz ehrlich, es ist die pure Freiheit, die kommt. Alle Menschen, die dich cool finden, kommen erst recht zu dir. Und alle, die dich doof finden, bleiben sogar weg. Die nerven dich gar nicht. Und du bleibst einfach du selbst. Das ist die pure Freiheit. Du darfst der Stemi sein, der du sein willst. Wenn du eine Schmarotzerin sein willst, dann sei eine Schmarotzerin. Wenn du freiwillig auf deine Rechte verzichten willst, dann verzichte freiwillig auf deine Rechte. Tu alles bewusst. Lass dich nicht beeinflussen.
Und viele Gefühle, möchte ich jetzt abschließend einmal sagen, werden produziert. Nestle, ich habe da ein paar Leute im Vorstand, hat, also Nestle Germany und Europa, hat so schön gesagt, wir erzeugen das Bedürfnis zuerst. Der Kunde weiß noch nicht, dass er das Produkt will. Wir müssen es ihm erklären. Und das ist ein Einfluss, den du dir gar nicht bewusst bist. Bleib bei dir. Du hast alles, was du brauchst, um glücklich zu sein. Bereits in dir drin. Erkenne es, finde es. Okay? Ich kenne diese Gefühle alle. Auch alte Leute, oh, ich kriege Geld vom Staat, das fühlt sich schlecht an. Nein, das ist dein Recht. Du kannst ja, lass uns doch, ich habe alte Leute immer überredet, habe gesagt, lass uns das holen und dann können wir irgendwie anderen, bedürftigeren Menschen das nehmen. Dann haben die gesagt, okay, also wenn es mir zusteht und wenn ich das kriegen muss und die anderen das auch alle haben, aber dann lass uns das anderen Leuten was Gutes tun. Und dann kam das sofort, auch wenn es nur eine Zusatzleistung, etwas Kleines, Einfaches ist, wie mehr Geld zum Wohnen, weil die Rente nicht ausreicht. Ja, und dann wurden sie oft sehr, sehr stark, haben das dann irgendwann doch alles für sich behalten und wollten dann alles, was geht. Ja. Oh, ist das heute wieder schön. Ah. So, ich bin noch hier oben. Ihr unterhaltet euch hier ganz toll. Ich sehe all eure Hilfe, ne? Fee777 auch. Toller Einsatz. Was ist das denn hier für ein schöner Kommentar? Ich finde, das sollte auch gewürdigt werden. Tu Gutes und sprich drüber. Apokalypse, ich müsste, glaube ich, so gucken, ne? Aber jetzt sehe ich ja nichts. Sozialrat, Pflegegrad. Warte, ich habe so einen Knopf mir vorbereitet. Mal gucken, ob der geht. So, na, jetzt ist alles spiegelverkehrt. Das habe ich eigentlich gemacht, damit man Dinge lesen kann. Ne? Falls ihr hier sehen wollt, was ich für eine Limonade habe. Sozialrat, Pflegegrad. Ich habe meine Mitgliedschaft über 120 Euro im Jahr abgeschlossen. Benötige keine Rechnung. Ihr und eure Arbeit seid das wert. Du könntest die Rechnung einreichen. Das ist auch für dich eine Möglichkeit, Steuern da zu nutzen. Aber okay. Und danke. Du hilfst uns damit, sowas hier zu ermöglichen. Auch, ich sage dir ganz ehrlich, wir machen, es ist ein Riesenverlustgeschäft. Es ist noch längst nicht profitabel. Selbst wenn du allein schon die Hardware oder was da alles mit zusammenhängt oder was man für Kopfschmerzen hat, jede Stunde nur 1 Euro Kopfschmerzen, das ist noch ein Riesenverlustgeschäft. Und deine Sache, ich mache mal wieder zurück, weil ihr so euch drauf gewöhnt habt, ne? Das hilft. Wirklich. Ihr seid zum Beispiel beim VDK für 75 Euro im Jahr und die machen nichts oder sehr wenig. Und das nach Monaten. Die lassen euch Monate, 3, 6 Monate ohne Rückmeldung da. Und wenn ihr wüsstet, wie die arbeiten und was da im Hintergrund läuft, und das sind 75 Euro weggeworfen. Ja, echt stark von dir, cool. Nutzt auch euer Geld, helft euch damit. Geht sonst auch zu einem Anwalt und gebt ihm 50 Euro. Wie lange können Sie mit mir darüber reden? Ich brauche Hilfe. Zeigt Einsatz. Seid gut vorbereitet. Noch einmal, ich brauche ein PDF am liebsten, wo alle Unterlagen drin sind. Ein ganz großes, auch gerne mit mehreren Seiten. Alles will ich sehen. Alle E-Mails, alle Schreiben, alle Arztberichte, eine Zusammenfassung darüber. Ich möchte eine super Vorbereitung haben. Und damit verschwendest du meine Zeit nicht. Wenn ich mir dein Anliegen anschaue, dann kann ich sehr schnell auf den Inhalt eingehen, Dinge erkennen und muss nicht erstmal sortieren, muss in den Schränken gucken. Ich verstehe euch. Wenn ihr das schafft, kommt die Hilfe ganz schnell. Ich lese hier noch ganz viele Kommentare raus, auch was Heike noch alles schreibt und Apokalypse. Ihr begründet das weiterhin sehr gut. Macht das alles. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir sind jetzt schon 1,5 Stunden hier. Cool. So, mal gucken, welche Frage als nächstes rankommt. Hier lese ich einen Namen.
Hallo Kerstin, grüß dich. Habe einen Höherstufungsantrag von 1 auf mindestens 2 gestellt. Das ist erstmal, also man kann nicht gleich schon sagen, wo man hin will, sondern es kommt eine neue Begutachtung, dann guckt man. Na, es gibt immer das Risiko, dass es auch nach unten geht, aber das, man hat sich ja gut vorbereitet. Wird das als Erstantrag behandelt? Ich glaube, ich habe deine Frage jetzt schon sozusagen beantwortet. Du schreibst weiter. Wird das als Erstantrag behandelt? Er war zur Begutachtung, sagte er wahrscheinlich nicht, was Tatsache ist. Also sagte der Arzt, dass er nicht dement ist. Nun ist über ein Jahr vergangen und es wird schlimmer. Demenz. Das scheint ein Thema zu sein. Das kann man sehr gut feststellen. Da kann man auch ein Demenztagebuch führen oder manchmal sich dabei filmen, wie das so ist. Nee, Entschuldigung. Oh, jetzt habe ich mich ein bisschen versehen, weil ihr die gleiche Farbe habt. Liebe Kerstin, ich habe die Helga da schon mit reingenommen. Das war es. Entschuldigung. Kerstin, hast du denn noch weitergeschrieben, weil mir das leider nicht ausreicht? Okay, doch, die Antwort ist ja einfach. Wird es als Erstantrag behandelt? Also als Erstantrag nicht. Also jeder Antrag ist ein Antrag. Und es gibt keinen Unterschied. Es ist sozusagen, bitte überprüfen Sie meine Pflegesituation, meinen Pflegebedarf. So, und diese Frage kannst du sozusagen dir vorstellen. Und das ist egal, ob du diese Frage beim ersten Mal stellst und noch nie beim MDK warst oder ob du diese Frage im Widerspruchsverfahren stellst. Der Prozess, der da stattfindet, diese Begutachtung, ist immer wieder von neu. Man kann vielleicht ein paar Sachen anerkennen zu deinen Gunsten. Man kann sagen, okay, beim letzten Mal wurde die körperliche Situation ausführlich begutachtet. Sind wir uns da einig, dass wir das alles übernehmen wollen? Kann man freiwillig zustimmen, wenn du das willst? Dann spricht man nur noch vielleicht über die Psyche. Sowas. Aber das muss nicht, denn der eine Gutachter darf nicht unbedingt von dem anderen Gutachter abschreiben. Und noch besser ist es, wenn der Gutachter, also da gibt es auch so ein paar Tricks, haben Sie sich denn das Gutachten vom letzten Mal angeschaut? Wenn derjenige sagt ja, dann ist das schon ein grober Fehler, weil er ist nicht mehr neutral, ist. Er ist schon befangen. Er hat schon gesehen, was der Gutachter vorher geschrieben hat. Er braucht sich das gar nicht angucken, denn sein Auftrag ist selber ein Gutachten zu erstellen. Und jetzt sieht er sogar, dass von dem Kollegen, mit dem er Kaffee trinkt, von dem Arbeitskollegen, was der geschrieben hat. Und vielleicht möchte er ihn gar nicht so schlecht dastehen lassen, weil das auch intern ausgewertet wird. Vielleicht kriegt er dann Ärger. Also solche ganzen Tricks gibt es, okay? So, ich scroll nochmal nach unten. Heute wird es bunt. Und dann hat Helga neu geschrieben, okay? Helga, du hast jetzt ein neues Anliegen. Er war zur Begutachtung. Und Helga hat schon ein bisschen weiter oben angefangen. Und zwar, genau, Helga, du nimmst auch schon was für dich mit. So, also Helga, wenn ich das sehe. Mein Mann hat Pflegegrad 1. Aber es geht bei ihm immer schlechter. Er dementiert, an dementsprechend erkrankt zu sein. Wie habe ich das so schön gelernt? Ein Mensch mit einer demenziellen Veränderung. Seht ihr? Das klingt auch sehr wertschätzend, sehr weich, sehr sachlich. Ja, so können wir ihn sehen. Ja, erstmal ganz stark für dich. Das ist nicht einfach. Das ist ganz, ganz schwer für alle Beteiligten. Ja, es gibt da Schulungen, es gibt da Seminare, die dir helfen können, mit dieser Situation stärker, besser umgehen zu können, dass sie dir nicht so zu schaffen macht. Er war zur Begutachtung. Er war wahrscheinlich dabei, vermute ich mal, sagte er wahrscheinlich nicht, was Tatsache ist. Also sagte der Arzt, dass er nicht dement ist. Sozusagen dein Mann wollte, dass der Arzt die Demenz nicht bestätigt. Das kann sein, das ist in einer gewissen Form sein Recht, sein Wille. Er hat Angst, das ist auch ein Thema. Demenz ist viel mit Angst verbunden. Und dann schreibst du weiter, nun ist über ein Jahr vergangen und es wird schlimmer. Ich verstehe dich sehr gut, du bist da als Pflegeperson, als Ehefrau da mit eingebunden. Und du bist mit dieser Situation, die sich
die von alleine nicht besser wird. Du brauchst Hilfe in deiner Region. Ich würde gerne einen Antrag auf Vorstufung stellen, aber ich weiß, er wird abgelehnt. Nö, wird er nicht. Nein, Helga, keine Knoten im Kopf. Ne? Bitte, du bedankst dich schon für die anderen Kommentare, die die Leute schreiben. Die machen dir nämlich ganz viel Mut. Helga, binde deinen Arzt mit ein. Filme Situation. Zeichne sie auf mit einem Diktiergerät oder irgendwas. Erstell ein, ja, ich finde Tagebuch, wo man nur sowas schreibt, ist zu wenig. Das ist von früher. Helga. Unbedingt, unbedingt wehren. Ich weiß, wie schwer es ist. Dein Schmerz kommt hier durch den Stream bei uns an. Das ist nicht einfach. Wir denken dann, er wird abgelehnt. Also wenn wir schon so denken, dann denken wir, was alles schief geht und was alles nicht klappt und das ist alles doof und du darfst es auch lassen. Du musst keinen Höherstufungsantrag stellen. Du kannst dann nicht mehr machen, weil du erschöpft bist, weil alles sehr belastend ist, richtig. Und das ist, finde ich, eine große Sauerei gesellschaftlich, alles euch in die Schuhe schieben zu können und zu sagen, macht ihr mal. Du hast die Möglichkeiten, einen gesetzlichen Betreuer für deinen Ehemann zu beantragen, weil du dich auch nicht mehr drum kümmern kannst. Du willst das nicht, er lässt sich nicht helfen. Du gibst ihn sonst bei der Polizei nächste Woche ab. So, schreib denen das, die sollen sich drum kümmern. Dann sollen die doch sehen, wo er wohnt. Da muss man hart sein. Und ich weiß, dass das ganz als Angehöriger sehr schwer ist. Also auch ich, wenn ich in der Familie Anliegen habe oder Menschen, die mir sehr wichtig sind, hole mir einen Profi einfach, damit er neutral bleibt. Damit er das Ganze, ich bin da emotional manchmal dran und übersehe vielleicht auch etwas oder meine etwas zu gut, halte zu lange an etwas fest, weil es da eine gewisse Sachlichkeit braucht. Auch damit die Gesamtsituation besser wird. Helga. Ich wünsche dir Türen, die sich öffnen, die du siehst, wo Hände rausstrecken und die du nehmen darfst. Eine helfende Hand aus einer neuen Tür, die dich einlädt, mitzukommen. Hier über den Chatbereich können wir solche Anliegen nicht lösen. Das funktioniert nicht. Es braucht mehr Zeit. Es braucht mehr Information, es braucht deine Akte zuerst. Auch bei dir ein Dokument oder wenn du vielleicht etwas älter bist und das nicht kannst, du kannst aber die Sachen alle ausdrucken, alle sammeln als echte Akte. Das ist schon wertvoll. Vielleicht kann ein junger Mensch dann ein Video machen, der filmt das dann von oben und macht dann, blättert dann um. Das wäre wertvoll. Das ist dann sowas Ähnliches wie ein PDF. Ja, solche Sachen. Dann hätte man das digital online, dann kannst du das schicken, du kannst es weiterreichen, du kannst es an 5 Leute gleichzeitig geben und du bekommst 5 gute Antworten. Liebe Helga, du kannst gewinnen, du wirst gewinnen, du schaffst das. Vielleicht kleine Mäuseschritte vorwärts, ja? Es war nicht einfach, dass vielleicht dein Mann dann bei dem Verfahren nicht so verständnisvoll war, nicht so sehr mitgeholfen hat. Ich kann dich sehr gut verstehen. Liebe Helga, bitte. Schlaf eine Nacht drüber und entscheide selbst, wie du mit der Situation umgehen willst. Und ich habe auch Verständnis, wenn deine Kraft dafür nicht ausreicht. Dann vielleicht habt ihr Kinder, vielleicht gibt es Nachbarn, vielleicht gibt es irgendjemand, eine gute Freundin, eine Bekannte. Vielleicht in der Kirche oder im Feuerwehrverein oder was es so alles gibt. Bohlen und so, verstehst du? Buchverein. Jetzt sehe ich hier einen weiteren Kommentar von einer Jennifer Munziger. Hallo Jennifer. Paul, Umbauküche abgelehnt wegen Assistenz. Ist das als Gunst rechtens, den Umbau der Küche abzulehnen? Wohnumfeld verbessernde Maßnahme. Ja, da antwortet dann natürlich jemand anders drauf. Nein. Also erstmal, was ist die Begründung? Also warum sagen Sie das? Ne? Erstmal, wir müssen dich auch ernst nehmen. Ich finde das wichtig. Also das hilft mir auch in der Sache.
weiter gut sachlich zu bleiben. Paul, Umbau, Küche abgelehnt wegen Assistenz. Nein. Also man redet sich raus. Das ist oft so, Sie haben ja eine Assistenz. Die ist ja da, die kann das ja machen. Nein, es geht um deine Menschenwürde. Es geht darum, sehr viel Eigenständigkeit zu behalten. Und die Assistenz ist eine zusätzliche Sache, die dich ausgleicht. Die Dinge, die noch nicht gehen, es ist ja der Sinn, dass die Assistenz sogar entlastet wird. Der Sinn ist ja, dass die Personalkraft vielleicht sogar weniger da sein kann, weil du dann besser allein in der Lage bist. Morgens der Guten Morgen Kaffee oder Guten Morgen Kakao oder so, das Guten Morgen Wasser. Vielleicht bist du dann in der Lage, das selber zu machen, und die Assistenz kommt vielleicht ein bisschen später. Also das ist jetzt ein sehr absurdes Beispiel, vielleicht überhaupt nicht passend, aber verstehst du, was ich meine? Gibt es dir die Möglichkeit? Es geht auch um den Stolz, um die Würde, um deine Freiheit. Also ganz klar, du hörst es auch direkt danach nochmal hier. Eigentlich nicht. Du kannst mir deine Selbstständigkeit begründen. Ja. Also Jennifer, unbedingt kenne deine Rechte. Die anderen lügen dir ins Gesicht. Du brauchst dich nicht ins Gesicht lügen lassen. Ja. Und die schreiben dir mittlerweile auch die Lügen, die beschämend sind. Und das machen nur diejenigen, die nicht ihren vollen Namen auf das Dokument schreiben. Ich habe zum Beispiel jetzt noch mal kurz im Hintergrund Dokumente bekommen, so von normale Schreiben in meinem Anliegen. Da stand nie der Name. Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt von Team 17, sage ich mal. Nie Namen, nicht mal der Nachname. Und dann habe ich eine DSGVO-Anfrage gestellt und dann habe ich die ganzen Akten bekommen, einen Riesenstapel. Und dann war das gleiche Dokument immer. Wir haben ja öfter miteinander geschrieben, zweimal drin. Einmal stand drüber Entwurf. Und da stand der volle Name dieser Person drin. Und dann beim Kunden eingereicht. Das gleiche Dokument. Also es war nicht nochmal eine Veränderung, dass man sagt, okay, vielleicht war das ein Entwurf, der erstmal geschrieben worden ist und vielleicht liest man sich den am nächsten Tag durch. Nein, es war immer genau das gleiche Schreiben, was rausging. Intern ist natürlich gut vermerkt, wer was geschrieben hat, damit der natürlich auch haftet. Weil der Chef sagt auch, nee, das habe ich nicht gemacht, das war meine Mitarbeiterin, die ist schuld. Und vor allem, wenn da wenig Transparenz ist, wo die Dunkelheit ist, da sind auch die Lügen und die müssen an die Öffentlichkeit. Ich habe letztens einen schönen Spruch genannt und den sage ich nur, aber wir schauen uns jetzt weiter Fragen an. Der Staat ist das kälteste Monster. Irgendwie so, ein bisschen besser ausgedrückt, aber das fand ich sehr treffend, richtig. Der Staat ist das kälteste aller Monster. Hier, jetzt sehe ich ein ganz anderes Bild von Markus. Markus, grüß dich. Du fragst, hast du gute Tipps für einen bevorstehenden MD-Call, Höherstufung von 3 auf 4? Auch da wieder ganz individuell. Der eine will viele Dinge nicht tun. Ne? Der andere sagt, ich will noch viel weiter gehen, Paul. Oh, da hat sich meine Kamera jetzt gerade erkannt. Ah, also wenn ich so die Hände so bewege, dann ist das wohl auch ein Zeichen. Da muss ich noch eine App installieren, dass ich das jedes Mal blocke. Markus. Ja, also erstmal, ein sehr, sehr weiser Mann hat einen schönen Spruch gesagt. Paul, ich habe mich geärgert, eine Aufzeichnung nicht zu erstellen, denn im Nachhinein wurde ich massiv verletzt, beleidigt und abgewertet. Ich wurde meiner Rechte beraubt und kann im Nachhinein keine Gesprächsaufzeichnung mitbringen oder als Beweis mitführen. Die lügen sogar im Nachhinein. Jetzt steht Aussage gegen Aussage und mir wird weniger geglaubt. Und er sagte sehr weise, im Nachhinein hätte ich die Aufnahme löschen können, wenn ich sie nicht brauche. Aber ich kann sie nicht im Nachhinein erzeugen. Und es gibt viele Menschen, die sich schützen. Und das ist sehr wichtig. Du gehst in eine Situation rein, wirst missbraucht und hast keine Chance, das nachzuweisen. Begib dich nicht in eine Gefahrensituation ohne Zeugen, ohne Aufzeichnung. Es gibt die Menschen, die sehr offen damit umgehen. Die sagen, ich möchte Sie darüber informieren, dass wir ein Kamerasystem in unserer Wohnung haben. Kommen Sie gerne vorbei. Es gibt Menschen, die machen heimlich das Diktiergerät an. Diese Aufnahme zu veröffentlichen, das wäre eine Straftat. Aber diese Menschen,
haben sich für sich entschieden, wie sie damit umgehen wollen. Es gibt auch Menschen, die machen eine Aufnahme öffentlich. Zum Beispiel Leute, die vom Jobcenter angerufen werden, sagen, die haben im AB eingestellt, also bevor das Gespräch anfängt, guten Tag, laut der DSGVO haben Sie so einen Spruch, wird das folgende Gespräch, das Sie jetzt gleich führen, aufgezeichnet. Falls Sie nicht damit einverstanden sind, bitte legen Sie auf. Und dann piep, dann kommt derjenige erst dran. Hallo. Und dann hat oft das Jobcenter aufgelegt. Weil nein, da will man überhaupt nicht aufgenommen werden. Das sind so Beispiele. Was möchte ich dir noch sagen? Erstmal überleg dir gut, wie du mit der Situation gehst, welches Protokoll du erstellst. Es gibt auch einige, die schreiben mit. Es gibt auch, also eine gute MDK-Begutachtung sieht so aus, es gibt den Pflegebedürftigen, es gibt einen Helfer wie mich und es gibt einen Anwalt. Wir sitzen da zu dritt, eigentlich zu viert, weil der Pflegebedürftige, also ja, stimmt, okay, zu dritt. Und dann der MDK-Gutachter ist da alleine. Der Anwalt ist der neutrale Zeuge, ich bin der Sozialarbeiter irgendwo und Freund, der zukünftige Pfleger desjenigen ist. Da haben wir Macht, Kontrolle, das ist massiv. Da kommen gute Ergebnisse bei raus. Also kenne deine Rechte, bleib ruhig, bleib sachlich in der Sache, lass die anderen Fehler machen. Und der gleiche Philosoph hat so schön gesagt, die besten Krankenkassen sind die schwachen Krankenkassen. Weil diese ganzen Fehler führen dazu, dass das ganze Gutachten zerrissen wird, dass alles nicht mehr ernst genommen wird, dass viele Fehler gemacht werden. Würden sie ihre Arbeit gut machen, dann würde ja ein Pflegegrad rauskommen. Aber sie versuchen ihre Arbeit, also man spart auch am Personal. Bereite dich vor, guck die Videos, fühl dich gut, mach dir Notizen. Beharre darauf, alles sagen zu können, was du willst. Notiere, sie haben mich schon wieder unterbrochen. Sie lassen mich nicht ausreden. Ich habe einige Fragen, mögen Sie mir die beantworten, wie Sie das sehen. Können Sie mir das, was ich Ihnen gerade berichtet habe, wegen meiner Angst zum Beispiel, nochmal in eigenen Worten wiedergeben? Ich sehe dann, ob ich mich verstanden fühle. Du kannst denjenigen ja auch sozusagen das wiederholen lassen. Sie wollen das nicht. Sie wollen nicht sich wiederholen. Nein, Sie wollen mir auch nicht sagen, wie Sie das jetzt verstehen oder wie Sie das aufschreiben. Okay, das kann man auch notieren. Sie wollen das nicht wiederholen. Das ist okay. Und all diese Dokumentation, die perfekte Dokumentation, die allerbeste ist natürlich, ich sag mal, eine Audioaufnahme, die reicht schon sehr gut aus. Es muss nicht immer gleich Video sein, aber du hast dieses Recht. Und das ist mächtig im Nachhinein, ganz genau zu gucken, wer was getan und gesagt hat. Zeugen dabei zu haben. Du darfst reden. Du hast Rechte. Eine gute Vorbereitung, Beweise. Ne? Guck dir mein großes Vorbereitungsvideo, lieber Markus. So. Dann sehe ich hier noch etwas Schönes. Michaela aus einer Stadt. Bei uns steht im Gutachten sogar 10 Stunden täglich und mein Mann hat nur Pflegegrad 3. Michaela, was für ein schöner Name. Und der zweite Punkt ist, die Stundenanzahl ist irrelevant. Also ich verstehe das, da siehst du, ne, schön, dass du das mit uns teilst. Wir hatten das am Anfang des Streams, jemand, da ging es auch um 8 Stunden täglich und wie ist das alles? Also das ist eine Zahl, die ist völlig herbeigekünstelt. Da sagt jeder Gutachter, was er will und das ist absurd. Völlig irrelevant. Die haben zwar in ihren Leitlinien da ein bisschen was gelernt, aber das ist nicht, es fällt nicht ins Gewicht. Okay? Ja. Tanja schreibt noch. PS, ich mache gerade eine Ausbildung und kümmere mich um die beiden. Zwei Menschen, die du pflegst vielleicht. Zahle viel Geld an Salben und so weiter. Selber. Du kaufst Salben, um andere zu pflegen. Das sind ja Ausgaben, die diese Menschen haben. Das kann man sich verschreiben lassen. Entweder der Arzt verschreibt das, wenn es dringend notwendig ist. Oder es gibt mehr Bedarfe von Ämtern und Sozialbehörden. Da ist vieles möglich, ja. Ich würde nie zuerst mein eigenes Geld verwenden. Also ich muss mein eigenes Geld verwenden, um mir Kleidung zu kaufen, um mir Essen zu kaufen und meinen Strom zu bezahlen. Und danach gucke ich, ob was über ist.
Und wenn es irgendwelche Kosten gibt, immer erstmal schauen, ist jemand anders dafür verantwortlich? Kenne deine Rechte. Bei Pflegewächter steht, dass ich für die Klage mit Ihnen über 600 Euro zahlen muss. Ich möchte dich da wertschätzend erwähnen. Das ist dein Kommentar. Das weiß ich nicht im Detail. Aber ich weiß im Detail, dass Sie vor allem sich die Fälle anschauen, die man sehr gut gewinnen kann, wo auch der Kunde viel mitbringt. Also das größte Problem ist die Aktenführung. Wenn ihr es schafft, die zu beweisen, zu belegen, dann gewinnt ihr. Den Rest macht dann die andere Seite. Wir haben keine Zeit, euch an die Hand zu nehmen, mit euch zum Arzt zu gehen oder eine Vollmacht von euch zu erhalten, mit dem Arzt darüber zu reden, dass er die Beschwerden auflistet, die ihr auch habt. Wir haben nicht die Zeit, wenn etwas passiert, das videotechnisch zu erfassen. Wir sind ja nicht immer da. Das kostet Zeit. Wenn ihr es schafft, das zu belegen, seid ihr ganz stark. Und sonst zurücklehnen. Sonst selber in den Widerspruch gehen, selber vor Gericht sich erklären. Es ist ein Versuch wert. Du stehst vor der Richterin und erklärst ihr das. Und es gibt viele Richter und Richterinnen, denen das schon reicht. Ja. Hier schreibt nochmal, ja, ich sehe jetzt, glaube ich, ein paar Fragen doppelt. Wir müssen sonst mal ein anderes System haben. Genau. Romana ermutigt uns auch alle immer in den Widerspruch zu gehen. Hier steht das nochmal so schön. Romana, auch ein schöner Name. Ich kann auch nur ermutigen, immer Widerspruch einzulegen und notfalls auch zu klagen. Seit 10 Jahren habe ich keine Probleme mehr. Richtig. Es ist auch einfach so, dass die sehr schnell merken, wer sich wehrt, den lässt man in Ruhe und alle anderen nötigt man in Grund und Boden. Das ist unsere Gesellschaft, das ist unser Nachbar, das sind die Menschen in den Behörden, die nicht unbedingt erzählen, dass sie dort arbeiten. Also die meisten Leute sind nicht stolz, beim MDK zu sein. Kennt ihr MDK-Mitarbeiter? Liebe Romana, danke für die ermutigenden Worte. So. Hier ein ganz neues Bild. Marco, grüß dich, Marco. Hallo, was für Tipps hast du für die ambulante psychologische Pflege? Bin darauf erst die Tage gestoßen und finde nicht viel. Tipps inwiefern? Also die ambulante psychologische Pflege. Interessant. Ambulante psychologische Pflege. Oder psychiatrische Pflege. Ich gucke mal kurz rein. Was lese ich da so? Bei der ambulanten psychiatrischen Pflege erhalten Menschen mit psychischer Beeinträchtigung regelmäßig Hausbesuche von psychiatrischen Fachkräften. Diese Sonderform der häuslichen Krankenpflege kann einen Krankenhausaufenthalt verhindern und verkürzen. Was halte ich davon? Sehr individuell. Es gibt Menschen, wo ich sage, die brauchen diese Unterstützung. Es gibt solche Menschen, die dort tätig sind, die sehr, sehr gut sind. Da ist das eine Hilfe, das ist ein Service. Es gibt Menschen, die lernen erst mit 40 duschen. Ich möchte das Beispiel jetzt nicht erwähnen, weil es würde vielleicht bei einem Zuschauer was ja da ins Bewusstsein wecken, aber das gibt es alles. Ja, das gibt es. Ein ganz allgemeines Beispiel: Was ist, wenn man nie warmes Wasser als Kind benutzen durfte, weil es war teuer? Es wurde immer mit kaltem geduscht. Und im Erwachsenenalter ist man eigentlich empfindlich. Man ist nicht abgehärtet, sondern man ist auch krank geworden. Man hat jetzt ein schwaches Immunsystem. Man duscht trotzdem so, weil man das nicht anders kennt. Man darf das nicht anders. Da kommt ja keiner drauf. Was ist, wenn man nie Zähne putzen gelernt hat? Und dann mit 30 kommt jemand und sehr wertschätzend erklärt das einem. Ich habe solche Dinge getan oder geholfen. Und das sind Dinge, die man vielleicht erst in der Wohnung sieht. Das kann sehr gut gemacht sein. Wenn das hängt immer an dem Sozialarbeiter, sage ich mal. Das kann auch sehr schlecht sein, dass nichts bringt und nur Quatsch erzählt wird und der Schaden sogar noch größer wird.
Ja, es gibt auch viele Coaches auf YouTube, die meinen, weil sie selber einen Leidensweg haben, zu den größten, wie soll ich das sagen, zu den größten, den größten Schaden hatten und jetzt sich freuen, so 3% über Null zu sein. Also sie haben einen ganz kleinen Erfolg, für sie ist das aber riesengroß. Und jetzt erzählen sie allen anderen, wie das geht. Die sind deutlich unterdurchschnittlich, sogar durchgefallen in jeder Qualitätssicherungsabteilung. Sie sind nur ein kleines bisschen besser als alle da, ja, darunter. Es kann gut sein. Erstmal, was will derjenige? Will derjenige? Hat er Vertrauen zu demjenigen? Will er den reinlassen? Man kann auch die Gespräche erstmal auf neutralem Boden führen, so nenne ich das immer. Ja? Ich muss auch, wenn ich mit meinem Vermieter spreche, nicht das Gespräch in meiner Wohnung führen. Wir müssen das auch nicht in seiner Wohnung führen. Wir können uns auch in einem Park treffen, vor dem Haus oder in einem Café. Natürlich kann man freiwillig vieles ermöglichen. Ich kann ihn auch einladen und meine Frau kocht für ihn und es kommt noch meine Haushaltshilfe und wir machen alle ganz viel Tolles für ihn. Ja, kann man. Aber muss nicht. Das ist Freiwilligkeit. Also ich würde sagen, diese Antwort ist zu pauschal. Also diese Frage und die Antwort darauf. Das ist eine Sache, was willst du? Ist derjenige auch gut? Man kann es auch ausprobieren, wenn es einem nicht gefällt. Nein. Wie gesagt, man hat das Recht, Überwachungskameras überall zu haben. Und so wird das sowieso aufgezeichnet. Ich meine, bei einer Operation im Krankenhaus laufen immer Überwachungskameras im Operationssaal. Also ich hätte auch gerne das Video von meiner Operation. Kann man schon vorher ankündigen. Ne? Marco. Trotzdem ein schönes Thema. Ich kenne das so im Bereich Sozialarbeit. Also so Hilfe bei der Wohnung. Es gibt auch so Therapeuten, die gehen mit Leuten raus, dass man keine Angst hat. Wollen wir mal vielleicht heute drei Äpfel, einen Apfel kaufen? Können Sie durch den Park spazieren? Ne? Also solche Übungen. Kann sehr, sehr gut sein. Ah. Na, geht's euch allen gut? Als nächstes kommt Andrea und ich sehe hier, ist gut was los. Wir sind hier leider ein bisschen asynchron, ne? Ich bin ja weiter oben im Chat. Immer ein bisschen auch ganz aktuell. Hallo Andrea, jetzt bist du dran. Im positiven Sinne. Durch euch habe ich die Verhinderungspflege beantragt und das Geld auch bekommen. Ich wusste ohne euch nicht, dass es die Verhinderungspflege gibt. Toll, dass es euch gibt. Andrea, 100 Punkte, super geil von dir. Wenn du was zurückgeben möchtest, werde Mitglied oder spende was. Das ist sehr viel wert. Du darfst den Betrag selber festlegen. Und damit hilfst du uns, dass es bald noch bessere Videos zur Verhinderungspflege gibt. Wir werden die Ersten sein, die ganz neue Sachen machen und weitere Leistungen, die dir noch mehr Geld bringen. Deine Rechte. Dieses Jahr wird richtig gut. Du brauchst uns nicht unterstützen, das ist freiwillig. Du darfst uns unterstützen, wenn du möchtest. Andrea, das freut uns erstmal, weil es geht um deine Rechte und wenn du das Geld selber für dich brauchst, dann setz es auch für dich als Erstes ein. Nur wer was über hat und wirklich das hier geil findet. Der darf sozusagen das ganze geile Zeug, was wir schon gemacht haben, rückwirkend aus Überzeugung bezahlen. Sozusagen ein Trinkgeld in den Verein. Da habe ich nichts mit zu tun. Ich bin aus Überzeugung hier. Und das macht dann irgendwie der Verein. Und ich sehe, das wird immer besser, immer toller. Und ich freue mich, den ganzen Menschen, denen geholfen wird, über drei Bannen sozusagen. Ich bin ja nur einmal im Monat hier, aber ich finde toll, was die anderen machen, was ich nicht kann. Und damit hilfst du, den anderen Leuten noch mehr zu beraten. Du darfst sonst auch gerne irgendwann selber mitmachen. Also Andrea, rette dich selbst zuerst und wenn du dann noch Kraft, vielleicht sogar Geld über hast, hilf uns, andere noch zu retten. Okay? Und schön, dass du das mit uns teilst. Und das ist wichtig. Ich finde das auch immer zu zeigen wichtig, dass die Leute sehen, ey, die da, die schaffen das alle. Die kriegen das hin. Nicht 50% vor Gericht. 100% bei Antragsstellung beim ersten Mal. Nicht rückschreiben, da fehlt was oder irgendwas war falsch. Die perfekte Version. Die gute. Genau, wir freuen uns alle mit.
Hallo Inge, grüß dich. Hallo, schreibst du. Bräuchte dringend Hilfe. Wir sind nicht die Feuerwehr. Wir sind heute in einer Live-Sprechstunde und vielleicht reicht es aus. Vielleicht kannst du dann Montag schon loslegen. Verhinderungspflege vielleicht. VH? Könnte sein, ne? Wurde am 31.12.23 per Mail verschickt. Das ist schon mal nicht ganz so gut. Ich kann dir schon helfen, keine Sorge. Aber das ist noch nicht so super. Ich weiß, weil die Juristen da, wie nennt man das wertschätzend? Millimeter, bla bla bla, kleinkarierte Ameisentätowierer sind. Okay? So, E-Mail ist erstmal schwierig. Eine richtig gute E-Mail ist, wenn du, wir schicken zum Beispiel E-Mails. E-Mails werden mittlerweile auch sehr, sehr gut vor Gericht anerkannt. Also du musst jetzt vielleicht erst noch vor Gericht, damit das akzeptiert wird. Weil die sind auch verpflichtet, solche Sachen digital anzunehmen. Sie wollen es nur nicht. Das ist halt noch eine alte Lüge, die sich noch nicht rumgesprochen hat. Wir schicken E-Mails gerne direkt an denjenigen, mit dem wir zu tun haben. Das kann zum Beispiel der Vorname, Punkt, der Nachname sein. Deutsche Rentenversicherung oder jetzt hier Krankenkasse. Und wir schicken dann noch als Kopie die Hauptadresse an, zum Beispiel info@dak.de. Okay? Weil bei der Hauptadresse kriegen wir sehr oft eine Rückantwort. Ihre E-Mail ist eingegangen, wir haben sie erhalten. Momentan ist viel los, wir bitten um etwas Verständnis, aber wir melden uns auf jeden Fall. Bitte reichen Sie das nicht zweimal ein und Sie brauchen auch nicht anrufen, weil wenn wir soweit sind, dann melden wir uns bei Ihnen und so viel. Ne? Dann steht unten noch, wir suchen Talente, Sie können sich bei uns bewerben. Das ist ein Beweis, dass der Server das akzeptiert hat. Boom. Wenn du sowas hast, gewonnen. Eingang wurde bestätigt und bearbeitet. Okay, das ist stark. 2019 muss ich das Geburtsdatum der Pflegeperson angeben. Was soll ich an Stunden angeben? Du schreibst dann noch weiter, weiß heute nicht mehr die Stundenzahl von 2019. Okay, also es geht nicht so sehr um die E-Mail. Du musst ja natürlich, wenn du abrechnest, Zahlen nennen können. Du kannst ja mal bei dir in deinem Online-Kalender zurückspulen und euch darüber unterhalten. Und dann gucken, wann das war. Vielleicht gibt es Beweise. Also vielleicht ist das in dem Kalender dieser Person, die die Verhinderungspflege durchgeführt hat. Ne? Man kann bei den Pflegenden gucken, man kann überall gucken. Haben wir noch Informationen? Sag mal, ich muss ja auch immer gucken, ich notiere mir das alles. Wann haben wir uns eigentlich getroffen? Wann warst du bei mir? Wir haben noch ein paar extra Tricks. Wir haben extra Accounts angelegt, weil das noch eine Sache ist, die wir sehr fälschungssicher aufzeichnen. Also ich bin ein großer Datensammler. Ich beobachte auch Webseiten. Sobald sich da was verändert, kriege ich eine Nachricht. Wir haben einen Account zum Beispiel, auch mein Umfeld, bei Google angelegt. Ein extra Account, so ein bisschen im Verborgenen, der aber uns protokolliert, wie wir uns bewegen. Und wenn mein Freund hier war und der hat die Verhinderungspflege gemacht, dann sehe ich das. Ich kann fragen, ey, sag mal, bei mir, ich weiß nicht mehr genau, war das der Donnerstag oder haben wir das verschoben auf den Freitag? Und wenn ich das nicht weiß und ich bin ja nicht aus der Wohnung gegangen, also mein Standpunkt war ja die ganze Zeit da, also ich erfasse mich rund um die Uhr durch mein Handy, wo ich mich bewege. Und dadurch, das macht mein Freund auch und das machen viele Leute, weil es hat viele Vorteile, kann er nachgucken, das Datum, und klickt da rein und sieht, dass er sich bewegt hat zu mir. Und das ist da gespeichert, das ist ein Beweis. Und er ist an dem Tag mit seinem Handy bei Google hochgeladen worden oder bei Apple oder bei einem anderen Anbieter. Und das ist ein ziemlich guter Beweis. Wir haben das von 2009, du sprichst von 2019, bis heute. Ich habe das mal eingeführt für eine Firma wegen was anderen und das fand ich so cool. Man kann sogar Dinge damit auslösen. Also es gab Kinder, die dann von der Schule nach Hause gegangen sind. Und immer wenn sie nach Hause gegangen sind, wenn sich ihr, früher haben wir das mit diesem System gemacht, wenn sie nach Hause gekommen sind, ging eine SMS sozusagen automatisch an die Eltern, ich bin gut angekommen, Mama, alles in Ordnung. Heute machen wir das mit dem WLAN. Wenn das Kind das WLAN betritt, dann geht eine SMS oder so eine Nachricht über einen Messenger raus, hey, gut angekommen. Dann muss das Kind das auch nicht manuell machen. Das ist ja noch einfacher. Die Mutter braucht auch nicht antworten. Also wir sind da ganz witzig unterwegs, okay? Inge, ich hoffe, deine Frage damit beantwortet zu haben, dass das deine Aufgabe ist, das ist deine Pflicht. Und wenn ihr euch einigt da, wenn ihr da Zahlen findet und sagt, so war das, diese Tage waren das, diese Zahlen waren das,
dann entsteht dadurch auch die Wahrheit, die ihr behauptet. Also man kann jetzt auch nicht gucken, habt ihr euch die ausgedacht, gewürfelt oder habt ihr auch so gute Beweise wie wir? Das sieht man nicht an einer Zahl. Eine 1 sieht immer aus wie eine 1. Ihr dürft darüber reden und ihr legt die Wahrheit fest. Ihr macht es zu der Wahrheit. Und auf dem Dokument erkennt man nichts. Die einen sind da mutig, die anderen nicht. Da dürft ihr für euch selber entscheiden. Ich sehe, du gibst dir sehr viel Mühe. Ich glaube, wenn du damals 2019 die Stunden gemacht hast, wirst du irgendwo Beweise finden, Belege, irgendwas. Es gibt heute elektronische Türschlösser. Ich habe auch meiner Hilfskraft, also es gibt eine tolle Frau, die ich sehr schätze. Die ist über die Jahre eine sehr gute Freundin geworden. Und sie hilft mir im Haushalt, sie geht für mich einkaufen und ich bin nicht immer da. Manchmal geht es mir schlecht, manchmal bin ich auch bei meinem Elternhaus, im Krankenhaus oder ganz woanders. Und sie hat Zugang. Ich habe ihr einfach eine App installiert und sie kann in die Wohnung reinkommen. Es ist alles protokolliert und wir sehen, wann sie kommt, wann sie geht. Sie hat sowieso vollstes Vertrauen von uns. Aber solche Beweise braucht man manchmal. Stellt euch mal vor, irgendjemand sagt, sie ist irgendwo gewesen und hat vielleicht einen Verkehrsunfall gemacht. Und dann kann ich sagen, nein, doppelt, dreifach und zehnfach kann ich beweisen, dass sie bei mir war in der Zeit. Sie war sogar mit der Überwachungskamera zu sehen und noch viel mehr. Also, Inge, ich bitte dich, sei stark. Schneeflocke, du fragst hier nochmal. Ne? Vielleicht ist eine Frage untergegangen, dann bitte ich dich darum Verzeihung. Das ist sehr viel hier für mich. Meine Ansicht ist ganz anders. Aber jetzt nehme ich mir Zeit für dich. Wohnung selbst gekündigt mit Angsterkrankung. Wie verliere ich meine Wohnung nicht? Es gab vor kurzem einen interessanten Fall, der auch in den Medien war, dass ein Mensch gekündigt wurde und er hat dann die Wohnung angezündet und wurde komplett für schuldunfähig. Er sollte geräumt werden, genau, also die Räumung fand statt, an dem Tag sollte er die Wohnung verlassen und keiner hat auf ihn Rücksicht genommen, gar nichts, er war auch sehr alleine und auch viele Ängste und hat Brand gelegt. Gott sei Dank war das jetzt nicht zu viel. Also es ist jetzt keiner zu Schaden gekommen. Die Nachbarn haben das mitbekommen. Alle haben das Haus verlassen. Es konnte auch schnell der Brand gelöscht werden und es konnte alles gut gedeichselt werden. Vor Gericht war die Schuldfrage und er ist als schuldunfähig eingestuft worden. Also komplett gar nichts, denn es war auch die Pflicht der Gerichtsvollzieherin. Da sehen wir mal wieder, ein Beamten hat seine Pflicht nicht erfüllt, zu überprüfen, ob dieser Mensch schutzbedürftig ist. Und das war er. Er war sehr, sehr schutzbedürftig. Das hätte man alles nicht tun dürfen. Das ist eine Form der Körperverletzung. Das ist sehr extrem und sehr weit. Ich wünsche dir nicht so weit zu gehen. Du hast aber deine Wohnung selber gekündigt. Was ist denn der Grund dafür? Schneeflocke, magst du mir das sagen? Das ist ja schwierig. Vielleicht hast du das gar nicht die Tragweite deiner Kündigung verstanden. Kannst du die zurückziehen? Ist der Vermieter vielleicht einverstanden, dass man das wieder zerreißt. Das wäre möglich. Das ist ein Vertrag, den ihr selber jetzt selber beide mit entscheiden könnt, wie ihr damit umgeht. Angsterkrankung, sehr wichtig. Sonst kannst du dich bei der Gerichtsvollzieherin melden. Du kannst erstmal da bleiben. Also ich sage dir, rette dich selbst. Du kannst erstmal da bleiben und dann sollen die dich rausklagen. Die sollen dir helfen, eine andere Wohnung zu finden. Auch der Gesetzgeber ist dafür zuständig. Du bist erstmal in einer schwierigen Situation, liebe Schneeflocke. Vor allem, weil jetzt dieser Prozess sozusagen in Gang gesetzt worden ist. Und es ist etwas irritierend, dass der so vielleicht von dir in Gang gesetzt worden ist. Vielleicht holst du dir einen gesetzlichen Betreuer, der das alles, der dir hilft. Du brauchst Unterstützung. Ich lese schon raus, dass du ganz viele Antworten gekriegt hast. Die sehe ich ja jetzt noch nicht sofort. Liebe Schneeflocke, wir alle sind für dich da. Vielleicht auch nur jetzt digital, überschätzt das nicht. Das ist eine paranormale Beziehung hier mit einem Geist sozusagen. Ich bin real, ne? Aber es ist trotzdem was anderes, als wenn ich jetzt neben dir sitze. Ich sehe jetzt keine weiteren Nachrichten. Ich hoffe mal, dass der Chat dir geholfen hat. Du brauchst auf jeden Fall gute Hilfe.
damit du weiterhin ein Dach über dem Kopf hast. Das will der Staat auch. Du könntest sonst auch in eine Region ziehen und vom Amt die Wohnung sofort bekommen, wo es viele Wohnungen gibt. Also es gibt auf dem Land sehr viel Leerstand. Da kriegst du morgen eine neue Wohnung. Ich weiß, das ist nicht so schön wie in der Innenstadt von München, Frankfurt, Berlin, Hamburg und was es da noch alles gibt. Aber es ist besser, als obdachlos zu sein. Das ist sehr individuell. Also was dir hilft, ich könnte jetzt ja nur ganz viel erzählen, da brauchst du individuelle Hilfe, Schneeflocke. Stark von dir, das heute mit uns geteilt zu haben. Du brauchst jemand an deiner Seite. Ich bin ein Freund von dieser gesetzlichen Betreuung. Die ist Baby einfach zu kriegen. Du kannst dir selber deinen Menschen aussuchen, mit dem du zurechtkommst. Es kann auch jemand aus einer weit entfernteren Region sein, sage ich mal, der das ein bisschen online macht oder ob jemand die Post erledigt, weil der in deiner Stadt wohnt oder ob die Post halt irgendwie 3 Städte weitergeschickt wird, das ist egal. Und dann kannst du dich mit ihm online kurz schalten, ihr könnt telefonieren und so weiter. Also ich glaube, dass ein starker Staat da mitgehen kann. Es geht um deine Rechte. Und wenn das der Betreuer ist, der dir gefällt, online oder wie auch immer, auch vielleicht als Frau, als junge Frau, als alte Frau, die sehr verständnisvoll ist und weise, das darfst du dir aussuchen, okay? Schneeflocke, glaub an dich. Aha, guck mal, was ich gefunden habe. Ihr seht das wahrscheinlich, ne? Ich kann also sowas da markieren, wenn ich selber suche, ja. So, jetzt mache ich etwas. Jetzt gehe ich mal von unten nach oben. Genau. Liebe Romana, ich wünsche dir einen guten Appetit. Du darfst rausgehen, du darfst diesen Stream später nochmal weiterschauen, du darfst weitermachen. Es geht um dein Leben. Ich finde es toll, wenn Menschen ihren Weg gehen und wenn ihr hier zuhört und das euch so ein bisschen berieseln lasst, auch passiv, dann übernehmt ihr automatisch Gewinnerwissen, Gewinnerverhalten mit und werdet dadurch stärker. Guck mal, jetzt hat Christina Glück. Nee, Christian, Entschuldigung. Christian. Oh, so ganz alleine, so lange zu sprechen. Kann man eine Pflegezusatzversicherung kurz vor MDK-Begutachtung abschließen, ohne Wartezeit? Ist nicht so mein Stil, ist nicht mein Weg, möchte ich ganz ehrlich sein. Man kann vieles tun, was bringt es am Ende? Und wer bezahlt den Aufwand? Soll ich jetzt ehrenamtlich umsonst alles einmal umdrehen und so machen, dass es klappt, damit du später 500 Euro mehr hast? Ja, kann ich erstmal nicht. Ich bin selber leistungsgemindert. Aber dann, wenn ich es könnte, das heißt, ich lasse alle anderen Sachen liegen, dann hätte ich gerne vielleicht 3.000 Euro dafür mit einem Stundensatz von 25 Euro, ne, die dann dabei rauskommen. Und dann rechnet sich das wieder nicht. Die Frage ist, kannst du das? Also ich möchte ehrlich sein, also es geht vieles. Du kannst auch die teuerste Anwaltskanzlei bezahlen, die irgendwas da zusammenkleistert. Und du gewinnst. Ja, nur die hat einen Stundenlohn von 200 Euro. Einer. Und du brauchst 3 im Team. Es geht sehr viel. Kosten-Nutzen-Rechnung. Es kann sein, dass sich das nicht rechnet, weil das zu kurz ist. Da wird man dir vielleicht eine Unterstellung der Böswilligkeit irgendwie unterwerfen und so weiter. Warum? Dann musst du dich zumindest rechtfertigen, warum so zu einem sehr, sehr ungewöhnlichen Zeitpunkt. Na, weil die meisten Pflegezusatzversicherungen werden zu einem anderen Zeitpunkt abgeschlossen. Und, jetzt kommt es aber, oft bringt es nichts. Wir müssen über eine Sache sprechen. Jeder hat so seine Geldtöpfe. Wir zahlen dort ein oder wie auch immer. Und jeder Geldtopf ist momentan sehr problematisch. Und das sind auch die Versicherungen. Die Versicherungen haben auch ein Problem, das Geld rauszugeben. Sie argumentieren dann auch immer, wir müssen das besonders gut prüfen für unsere Versicherungszahler. Wir arbeiten ja mit dem Geld der anderen Menschen. Deswegen dürfen wir ihnen das nicht so einfach geben. Musst du dir mal vorstellen, gestern, wenn du einzahlst, bist du König. Sobald du deine Rechte abrufen willst, das müssen wir aber sehr, sehr kritisch überprüfen. Da wird schon alles unterstellt, ne? Und da gibt man gerne nichts raus. Also meine Wahrheit ist, man wird betrogen
Und das funktioniert ganz gut. Und auch bei der Pflegezusatzversicherung ist das Wort Zusatz. Ich habe Fälle, wo Menschen eine tolle Summe lesen, wenn sie mal in einer Pflegesituation sind. Von dem Geld können sie dann leben. Und vielleicht hat noch jemand was anderes, dann wird er dir das sicherlich in den Kommentaren zeigen und erzählen. Aber ich habe Kürzungen erlebt. Es kann sein, dass dann auf einmal die Pflegesätze steigen. Das heißt, man muss weiter einzahlen, aber zu einem ganz anderen Preis, zu ganz anderen Kosten. Es kann sein, dass, wie ist das Kleingedruckte? Wenn du zum Beispiel Erwerbsminderungsrente bekommst, vielleicht sogar noch aufstockst, dann kriegst du Pflegegeld, reicht das Pflegegeld aus. Dann muss gar keine Zusatzpflegeversicherung einspringen, weil der Pflegegrad wurde doch gut ermittelt. Warum wollen Sie denn zusätzliches Pflegegeld haben? Also es findet eine riesige Diskussion über Jahre statt und es mag sein, dass du vielleicht sogar am Ende gewinnst, aber diesen Weg muss man dann extra gehen, die Extrameile. Und ich bin der Meinung, wenn man arm ist, kann man lieber das Geld selber zurücklegen und sich selber helfen. Wenn du es schaffst, deine Wohnung umzubauen, behindertengerecht für die Zukunft, dann hast du mehr davon. Wenn du es schaffst, vielleicht auch eine Immobilie mehr zu erwerben, um sie zu vermieten, dann bist du mehr abgesichert. Wenn du gut in deine Kinder investiert hast, dann sind sie für dich da. Und zwar aus Überzeugung, gerne unentgeltlich, durch Liebe. Du kannst auch dein ganzes Eigentum auf deine nächste Generation umschreiben lassen und sagen, bitte kümmert ihr euch um mich und werft mich nicht in Pflegeheim zum Fraß. Sowas. Du kannst auch anbieten, das ist jetzt ganz allgemein, das ist auch mehr für die alten Leute. Oma könnte sagen, oder das Kind sagt, Oma, ich pflege dich nur, wenn ich deine Stimme in der Wahl kriege. Gib mir eine Vollmacht. Es ist meine Zukunft, über die du da entscheidest. Und sonst mache ich nichts mehr. Ja, ich meine das ernst. Dann, wenn Oma da nicht für die Zukunft der Kinder ist, dann kann Oma selber zusehen, wen sie als Pfleger findet oder mit wem sie Zeit verbringt. Das ist ein Großteil der Wertschätzung. Und deswegen ist es nicht mein Schwerpunkt. Ich möchte ehrlich sein. Es ist vielleicht mal ein anderer Schwerpunkt, ein anderer Stream. Ja, Christian, das sind so meine Gedanken dazu. Hier schreibt nämlich der Lutz noch so schön, kann man, Christian, aber die möchten im Normalfall alle Gesundheitsfragen beantwortet haben. Wenn du schon einen MDK-Termin hast, könnte es gut sein, dass du die Versicherung gar nicht bekommst. Genau, also jetzt fängt es an mit solchen Tricks und so. Christian, ich nehme dich nochmal rein. Richtig, Lutz hat das schön zusammengefasst. Und es gibt halt so einen Trick, alles, was bei dem Verfahren entstanden ist, also jede Frage, die du beantwortet hast, die wird sehr kritisch überprüft. Waren Sie vorher krank? Haben Sie Depression, fühlen Sie sich schlecht, also es wird fast schon eine Diagnose, haben Sie Schlafstörungen? Und wenn du Nein ankreuzt, aber es gab welche, weil du irgendwie vor 3 Jahren mal gesagt hast, du kannst schlecht schlafen, wegen den Nachbarn, aber das wegen den Nachbarn stand nicht drin, dann hast du sozusagen gelogen, wissentlich, und dazu ist es aufgrund dieser Tatsachen, die falsch waren, ist es zu einem Vertrag gekommen. Und dieser Vertrag wäre sonst gar nicht zustande gekommen, also ist alles nichtig. Man versucht dann auch im Nachhinein, da du eingezahlt hast, da freut man sich drüber. Aber dann, wenn du Leistung willst, den ganzen Vertrag lieber sogar für nichtig zu bekommen, weil du gelogen hast, du hast unter falschen Tatsachen dich versichert, was für ein böser Mensch du bist, damit man auf einmal dich rauskicken kann und sagt dann Bye-bye zu deinem Geld. Das passiert den Menschen. Und dann fallen sie immer vom Glauben. Aber erst im höheren Alter, wenn es soweit ist, dann sind sie schwach und alt und haben keine Chance, sind nicht organisiert. Deutschland. Okay? Was haben wir denn noch für Fragen heute? Ich sehe, dass ihr sogar auch schon Giovanni geholfen habt. Vielleicht möchte Giovanni trotzdem von mir beantwortet werden. Wüsste ich jetzt, ja, weiß ich nicht, ist das so wichtig oder so? Es geht ja hier erstmal darum, Hilfe zu finden. Giovanni, hi. Wir haben für meine pflegebedürftige
für meine Pflegebedürftigkeit erstes Gutachten Pflegegrad 2 bekommen und haben einen Widerspruch eingelegt mit Pflegewächter. Mhm. Leider nach 3 Monaten haben wir nicht vom MDK gehört. Okay, ganz kleiner Trick, immer den Geschäftsführer mit einbeziehen. Mein Anliegen wurde nicht bearbeitet. Ich bitte um meine, bitte bringen Sie sich ein und erklären Sie mir das. Der Geschäftsführer, der Chef, die Leitung ist verpflichtet, den Fall aufzuklären und dir mitzuteilen, was passiert ist. Auch wenn die Begründung nachher blöd ist, aber er muss gucken, warum läuft es nicht in seinem Laden. Und er ist verpflichtet, dass es läuft. Und sonst muss er halt schreiben, wir haben zu wenig Personal, wir haben 6 Monate Zeit, bis wir reagieren und ja, dann muss er das so schreiben. Okay, dann schreibst du weiter. Danach haben wir einen neuen Antrag gemacht auf Erhöhung. Die kamen zwar raus und haben nicht mal beachtet, was wir für Berichte hatten und was wir... Und was wir gesagt hatten vielleicht, haben gar nicht gehört, haben gar nichts zuhören wollen oder so. Ne? Als da die Pflegewächter nur per Online arbeiten und nicht per E-Mail die erreichen kann, ist es nicht einfach noch? Also. Ja, es ist nicht einfach. Ich kann dich gut verstehen. Du siehst, es fällt mir auch schon etwas schwierig, dein Willen, deine Aussage gut genug zu erkennen. Wir haben hier nur Buchstaben, die du mir schicken kannst. Und ich verstehe dich gut. Und auch Pflegewächter hat natürlich Gründe. Die können nicht den ganzen Tag sitzen und telefonieren oder auch viele E-Mails beantworten, weil das kostet Zeit. Aber du kannst in diesem Prozess, den sie anlegen, sie erstellen ein Formular und dann steht, schreib hier das rein, schreib hier deine Kundennummer rein, lad hier das Dokument hoch. Und wenn du genau diesen Prozess einhältst, dann kommst du da rein, dass sie das auch bearbeiten. Und sonst ist es auch in deinem Interesse, es kann immer mal sein, dass irgendwas nicht läuft, dass es irgendwas ist. Such weiter. Nimm noch andere ins Boot, nimm alles, was du kriegen kannst, um am Ende genug zu haben. Du schreibst dann noch weiter. Es ist nicht einfach, nochmal mit denen zu arbeiten. Wir fühlen uns, du sagst, verarscht. Ich glaube, am meisten verarscht dich der MDK. Die psychischen Berichte gar nicht wahrgenommen. Ja. Obwohl wir uns gefragt haben, Schlafstörung jeden Tag, Angst, Panik jeden Tag. Ja, Giovanni, und genau das ist die Sauerei. Das ist die hässliche Fratze des Staates, so bezeichne ich sie. Na, wie so ein Hütchenspieler. Er ist vor dir. Es wird ein Riesenzirkus gemacht, ein Schauspiel, ein Theaterstück. Aber es ist ein Schein, eine Scheinbegutachtung. Und alle, die da mitmachen, wissen Bescheid. Alle profitieren davon. Das ist unser trauriges Land. Achtung, ich möchte unsere aktuelle Regierung wertschätzend erwähnen. Sie hat viele Probleme, die ihr um die Ohren fliegen, die aus den letzten 16 Jahren kommen. Und ich bin ein sehr, sehr linker Mensch. Und möchte das eher wertschätzend sagen. Vieles ist schon deutlich besser geworden und vieles wird noch besser. Die Rechten, die konservativen Parteien würden uns so viel mehr noch wegnehmen. Und diesen Geist, den die Rechten 16 Jahre lang da installiert haben, in der Behörde, in den Menschen rein, in den Sachbearbeiter, die müssen wir rauskriegen. Ganz schwieriges Thema. Das ist was anderes. Mein Pflegebedürftiger hat keine Freunde mehr wegen meiner gesundheitlichen Situation, weil mein Pflegebedürftiger querschnittsgelähmt ist und nicht die Treppen alleine steigen kann. Ja, ich habe Schluckstörung, Bericht vor Ort, Sturzgefahr, Berichte für alles leider die Pflegegrad 2 nicht geändert, von 29 Punkten auf 43 Punkte. Das ist doch so unmenschlich. Richtig. Und du schreibst unfassbar? Ich glaube dir sowas von. Ich habe das ja auch alles erlebt. Wir fühlen mit dir. Das ist eine schwierige Situation, weil du hier nur in dem Chat bist und ich fühle dich gedrückt, umarmt. Du darfst auch weinen, du darfst traurig sein und du darfst das auch sagen. Du darfst auch irgendwann danach wütend sein auf die Leute, die das mit dir machen. Das ist sehr gemein. Ein sehr schwieriges Thema in unserer Gesellschaft. Es passiert tagtäglich. Ich habe jetzt hier schon viel Unterstützung rauslesen können.
Und du schreibst auch selber, dass du dich beim MDK melden wirst. Du scheinst hier schon viele Antworten bekommen zu haben, lieber Giovanni. Ja. Wehr dich. Ich weiß, wie schwer das ist. Auch du brauchst langfristig einen Menschen an deiner Seite. Die gesetzlichen Betreuer habe ich, glaube ich, schon ausführlich erklärt. Sonst kannst du dir den Stream nochmal von Anfang an anschauen. Sonst finde einen Menschen wie uns in deiner Region. Die gibt es. Die gibt es in Selbsthilfegruppen. Die gibt es auf kleinanzeiger.de. Du kannst selber schauen, wer würde dir helfen können. Vielleicht schaust du auch bei Rentenberatern. Vielleicht buchst du da mal ein. Vielleicht fragst du bei der Sozialbehörde nach, wer würde dir da helfen. Du kannst beim Betreuungsgericht fragen, wer würde dir da zur Verfügung stehen. Gibt es da vielleicht auch jemand anders? Weil es gibt viele gute Menschen, die auch viel Gutes tun. So wie ich in meiner Region. Du brauchst jemand in deiner Region. Du brauchst jemand Langfristiges, jemand Gutes. Es sind viele Gute dabei. Bitte. Diese ganzen Verletzungen, auch hintereinander, lass dich nicht runterziehen. Wehr dich. Geh dagegen weg. Die Wunden müssen abheilen, die Tränen darf man abwischen. Und dann darf man seine Pistole laden mit Gesetzen und zurückschießen. Du darfst auch einen Überprüfungsantrag stellen oder auch das. Du darfst das auch rückwirkend alles kriegen, bin ich der Meinung. Ich würde dafür kämpfen, weil du konntest das damals nicht nachweisen. Du konntest damals das alles nicht zeigen. Es ist nicht gerecht, es ist nicht menschlich, es ist auch nicht deine Aufgabe, deine Unfähigkeit nachzuweisen. Der MDK muss dorthin schreiben an deine Ärzte. Nicht du gehst zum Arzt und sagst, gib mir das alles. Wenn er das macht, super, halbe Miete. Aber sonst ist es auch die Pflicht des MDKs, sich da zu kontrollieren, zu überprüfen. Der MDK sieht dich ja nur wenige Stunden. Dein Facharzt ist vielleicht schon ein Jahrzehnt mit dir unterwegs. Der kann richtig was sagen. Da gibt es so eine Einteilung, okay? Giovanni, ganz liebe Grüße bitte und glaub an dich. Ja, ich meine das sehr, sehr ernst. Es fängt bei dir an. Hier gibt es noch für uns alle von Nicole einen schönen Kommentar. Mein Tipp zur Pflegezusatzversicherung. Bar Pflegeversicherung wird vom Staat mit 5 Euro bezuschusst, Wartezeit über 5 Jahre, wird aber auf keiner Sozialleistung angerechnet. Also netto. Ist ein guter Tipp, vielleicht nehmen das mal einige mit. Ich bin trotzdem kritisch. Staatliche Zusatzpflegeversicherung, Nachbar, keine Gesundheitsfragen, aber Wartezeit 5 Jahre. In jungen Jahren also 10 Euro pro Monat zu haben, dies ist keine Werbung, nur ein Tipp aus Erfahrung. Ich habe in solchen Strukturen gearbeitet. Ich habe sehr viele Freunde, die dort arbeiten. Und es geht nicht immer um die Wahrheit am Ende. Wir wissen nicht, wie es in 10, 20, 30 oder 40 Jahren ist, wenn derjenige, der heute so eine Versicherung abschließt und dann die Leistung braucht. Es kann auch sein, dass die Zahl, die man dann kriegt, nichts wert ist. Davon kannst du dir nur noch einen Sack Kartoffeln kaufen. Dann hast du zwar dein Recht und deinen Zusatz, aber wirklich gelohnt hat sich das irgendwie nicht. Ich weiß auch, wenn die Situation schwierig ist, versucht man sich drum herum zu reden. Ich kann dich verstehen, dass du es gut meinst. Ich kenne die andere Seite, die ausgebildet ist, sowas dann nicht zu bezahlen. Wieder einen Trick zu finden oder heute schon etwas in den neuen guten Vertrag zu positionieren, sich eine Tür offen zu halten, die man erst in 10 Jahren öffnet. Das wird gemacht, das findet statt. Trotzdem wollte ich deinen Kommentar zeigen, weil das darf jetzt jeder für sich selbst entscheiden. Es ist einfach so, dass jeder... Es gibt Dinge, die bei mir funktionieren. Und es gibt Dinge, die bei dir funktionieren. Und wir wissen nicht, was in Zukunft ist. Aber jeder darf sich das alles anschauen und dann mit seinem eigenen Wissen, mit seiner eigenen Verstandskraft sozusagen, mit seiner Weisheit entscheiden, wie er damit umgehen möchte. Ich war noch die ganze Zeit auf meinem eigenen Kanal live, ne?
Ich habe euch gar nicht, ich habe jetzt gerade den eigenen Kanal noch so rübergeschoben und da die Leute, hat jemand hier geschrieben. Ja. So, dann wer hat denn noch eine schöne Frage? Ich gucke so ein bisschen, wer hat so einen schönen Textblock und ja. Hier schreibt Nicole nochmal. Hallo Paul, ich freue mich über Infos bezüglich Automatisierung deiner Abläufe, bezüglich Abrechnung. Wie macht ihr das mit der Nachbarschaftshilfe untereinander? Möchte auch so einen kleinen Kreis gründen. Wie macht ihr das mit der Abrechnung? Nicole, ich bin natürlich der Typ, der das irgendwie kann, der das macht. Das ist meine Stärke. Also da würde ich dir ganz ehrlich sagen, das kann nicht jeder oder so. Also sehr wertschätzend möchte ich das sagen. Jeder kann es auf seine Art. Vielleicht ist die Antwort, dass ich derjenige bin, der auf viele Sachen keinen Bock mehr hatte. Ich bin ja schon ein Pflegefall seit dem Jahr 2000. Ich bin seit meiner Geburt, sage ich mal, krank. Na, ich nehme es da nicht ganz so genau mit der Erkrankung. Wir haben es zwar etwas später erst festgestellt und so weiter. Ich habe gemerkt, dass Technik mir hilft. Ich habe zum Beispiel Dinge verlegt, vergessen. Wenn ich in den Keller gehe, schreibe ich mir manchmal oben auf, was hole ich denn? Ach, das sind drei Dinge. Es ist einfach so, dass ich mir nicht mal eine Sache merken kann, weil ich gehe noch am Briefkasten vorbei, finde da drei Briefe, freue mich, gucke rein, weiß gar nicht mehr, was ich im Keller wollte. Das ist Teil meiner Wahrheit, meines Lebens. Und daraus ist natürlich etwas entstanden, dass ich oben im iPad, da kann jeder eingeben, was man vielleicht aus dem Keller holt, also alte Wohnung, alter Keller und so weiter. Ne? Und ja, dann weiß man unten. Unten hat man auch ein iPad und dann ist das da angezeigt. So, das nächste Mal bringt jemand Backpapier mit oder eine Getränkekiste. Ne? Verstehst du, was ich meine? Sowas. Und das sind Dinge, die mir helfen. Ganz, ganz groß und stark ist Paperless mittlerweile. Ich habe da viel von erzählt und ich benutze diese ganzen Sachen auch. Also ich gewinne meine Anliegen alle. Da habe ich nicht immer die Zeit oder die Lust, die Motivation, irgendwie für euch ein schönes Video zu machen. Es ist auch sehr individuell, was hilft wem. Paperless habe ich bei vielen Leuten jetzt eingerichtet und die benutzen es auch und das ist geil. Ich kann, wenn ich Dokumente kriege, einfach hier auf eine Scan-App und dann halte ich das hier drüber, das Blatt liegt hier, es wird erkannt, es wird ausgeschnitten, es wird angepasst. Ich mache die zweite Seite, Sekunden, zack, zack, zack. Am Ende sage ich okay, dann wird es automatisch auf meinen eigenen Server hochverschlüsselt übertragen. Dort entsteht ein PDF. Es werden bestimmte Dinge erkannt, die ich mir vorher vorgegeben habe. Zum Beispiel, wenn dieser Briefkorb vom Anwalt erkannt wird, bitte immer den Anwalt taggen. Das ist, wenn ich dann auf den Müller klicke, der Anwalt Müller, dann sehe ich alle seine Dokumente. Wird Müller irgendwo aber erwähnt, Rechtsanwalt Müller, Vorname, Nachname, R.A. Müller, dann bitte auch Müller erwähnen. Also ich kann damit arbeiten. Wahnsinnig mächtig. Ich habe letztens, brauchte ich mal alle Rechnungen von einem Farbladen. Da gibt es bald was. Bäm, alle hatte ich da. Also das ist Macht. Das geht schnell, weil ich habe sonst immer meine Zeit verloren in Suchen, Zusammentragen dieser Informationen, diese Informationen durchgehen. Das hilft mir und so vieles mehr. Ich hatte zum Beispiel auch, ich habe ein Fahrrad gehabt, wo ich das Locket hatte. Das Locket, ne, vielleicht darf ich jetzt einmal so zeigen. Ich meine jetzt hier wirklich so Beispiele aus dem Leben. Ne? Ist eine deutsche Firma, gibt es auch andere. Ich war sehr zufrieden damals, als sie angefangen haben. Und das ist dieses Fahrradschloss. Könnt ihr das hier so sehen? Das sieht ziemlich normal aus. Ne? Das gibt es auch mit so einer Schnur und so weiter. Aber das Besondere ist, dass dieses Fahrradschloss automatisch ist. Das heißt, ich verknüpfe das, es ist smart, wie man sagt. Ich verknüpfe das mit meinem Handy. Ne? Und wenn ich dann auf mein Fahrrad mich zubewege, erkennt es mein Handy, dass sich das nähert und schließt auf. Und ich kann einfach das Fahrrad nehmen und wegfahren. Wenn ich weggehe, schließt es ab. Ich kann keinen Schlüssel verlieren, Ende. Natürlich gibt es noch einen Notfallcode. Also man kriegt so Farben angezeigt und dann muss man immer drücken, wenn die richtige Farbe ist. Wenn es ein Problem gibt, es kann ja sein, dass das Handy verloren geht oder was auch immer. Da gibt's, es ist sicher, das Schloss kann man orten mit so einer Zusatzfunktion. Dann kann ich, wenn jemand das klaut und woanders hinstellt, um erstmal zu gucken, ob er das dann mit nach Hause nehmen kann, dann kann ich das orten.
ich weiß, wo es hin und hole mir das dann einfach. Oder ich warte, bis er wiederkommt und habe eine Kamera aufgebaut. Und das ist smart. Das heißt, ich habe nur noch mein Handy. Das ist wirklich mein Handy. Ich bezahle bargeldlos. Ich hebe Geld damit ab. Ich habe noch zwar diesen kleinen Clipper, weil ich da immer noch mal einen Personalausweis dabei habe und auch einen 50-Euro-Schein, so ein bisschen Bargeld. Aber das war's. Und das sind sehr individuelle Sachen für mich. Ich habe auch eine Bügelpuppe, weil ich gerne Hemden trage. Und die sammle ich erstmal. Ich habe auch zum Beispiel viele Dinge einfach nicht nur doppelt, sondern ich habe jetzt mal so ein anderes Beispiel. Ich wasche unglaublich gerne Wäsche, jetzt aber auch wirklich kurz, ja. Ich bin unglaublich gerne so ein Wäschewascher. So, ich mag das, frische Kleidung. Ich sag mal so, ich bekomme auch einen gewissen Mehrbedarf, 10%, das sind so 50, 60 Euro im Monat, damit ich mehr diese Wäsche waschen kann. Denn ich schwitze manchmal nachts, ich muss manchmal öfter duschen. Ich habe so einen Mehrbedarf für Hygiene. Ne, manchmal gibt es Nasenbluten, Übergeben, Durchfall, solche Beschwerden. Und ich habe mir ein System aufgebaut, das super geil ist. Ich muss euch das mal zeigen, weil ich sehe das auch hier. Das ist hier mein Arbeitsraum. Und es ist alles innerhalb von, ich sag mal, einem Quadratmeter Umkreis. Kurz und knapp. Ich habe einfach genug Schlafanzüge. Und ich habe da einen Kasten, der hat ungefähr die Größe, ich sag mal, der Wäschekorb. Ich habe da 5 Wäschekörbe. Und da steht immer drauf, wie gewaschen wird. So, und jetzt kommt so die normale Wäsche, sage ich mal, das Standardzeug, kommt in den Korb. Und erst wenn der Korb voll ist, kommt das alles in die Waschmaschine und dann auf die Wäscheleine und dann aufhängen. Und dadurch, dass ich genug Schlafanzüge habe, und ich meine wirklich genug, ich glaube 15 Mal den gleichen, habe ich so eine Routine drin, dass sich das immer lohnt. Ich habe auch sehr viel Unterwäsche oder auch sehr viele Hemden. Also genauso bei den Hemden auch. Ich bügele jetzt nicht ein Hemd extra, vielleicht mal für einen schönen Abend. Aber ich habe da einfach genug Hemden. Und wenn der Korb voll ist, der Korb hat die angepasste Größe zur Waschmaschine, dann weiß ich einfach, ich muss nur reingreifen, alles rein. Ich tippe das ein, was auf dem Korb steht. Also das ist nur Feinwäsche. Das ist nur Handtücher, wasche ich immer gern mit 90 Grad. Ne? So richtig, da wird auch die Maschine gereinigt. Alles andere sind feine Sachen oder so. Auch da nicht übertreiben, da macht man seine Wäsche kaputt. Oh, ihr seht, ich könnte da viel erzählen. Und dann aber, wenn ich viele Hemden gewaschen habe, dann habe ich sozusagen, dann hänge ich sie alle auf einmal auf und dann jage ich sie durch die Bügelpuppe. Und das sind Dinge, die mir helfen, weil ich so viel Kraft nicht habe, weil ich so erwerbsgemindert bin, überdurchschnittlich zu sein. Ich bin mit meinen Hemden oder mit anderen Sachen viel, viel besser als viele andere. Und wenn wir mal einen guten Tag haben, wenn ich mal richtig viel Kraft habe, dann kümmere ich mich auch immer um meine Pflichten. Ja, jetzt bringen wir es aber auch zu Ende. Dann kochen wir auch immer im Voraus, auch mal eine große Bolognese zu machen. Also wirklich, ne? Also 6 Liter, sowas. Und dann einzufrieren. Und an schlechten Tagen, wenn ich nicht so aus dem Bett komme, wenn ich liegen bleiben möchte, wenn mir nicht danach ist, natürlich kann man einen Lieferdienst beauftragen. Natürlich bringen auch Freunde mal gerne was vorbei oder so. Natürlich kann ich auch mal rausfahren und mir was holen. Aber ich kann noch gesünder mich ernähren und einfach meine Bolognese rausholen, vielleicht sogar schon mit Nudeln, die drin sind, und einfach essen. Und diese Denke, wenn du die schon hast, Nicole, dann kommt die Lösung, du siehst die Lösung. Guck mal, wenn du einen Porsche kaufen wirst oder kaufen willst, dann wirst du überall die Porsches sehen. Wenn du einen Wohnwagen haben willst, dann wirst du überall die Wohnwagen sehen. Wenn du ein Leihfahrrad bei so einer Leihfirma leihen möchtest, dann wirst du überall die Leihfirmen sehen. Wenn du dir Plissés kaufen willst, dann gehst du spazieren und siehst auf einmal in allen Fenstern all die Plissés, die da sind. Stelle deinen Fokus ein und die Lösungen werden zu dir kommen. Okay, Nicole, hast du ein bisschen was über mich erfahren? Oh. So, meine Lieben, mir ist müde, habe ich jetzt gelernt aus dem Ausland. Ne? Ich bin schön, das sagt man irgendwie nicht. Ich bin hungrig, ich habe Hunger. Ich bin müde, ich habe müde. Ein bisschen seltsam, musste ich ein paar Leuten erklären, weil ich den Sinn da auch nicht ganz verstehe. Ja. Ich habe traurig. So, meine Lieben, was haben wir denn noch für 1, 2 Fragen hier? Ich möchte mich schon im Voraus bei den Leuten entschuldigen, wo das vielleicht etwas untergegangen ist. Dann, wenn ihr noch da seid, schreibt das jetzt mal ganz unten rein. Neuer Porsche wäre eine Überlegung wert. Ihr versteht, was ich meine.
Okay, der Fokus. Fee schreibt hier noch ein bisschen etwas. Ganz kurz auch. Das sind die Vorteile, lieber Paul. Es gibt auch Nachteile. Mein EYMX, weiß ich jetzt nicht so ganz, ist IT-Spezialist im Sicherheitsdienst und er knackt jedes Passwort, jedes. Und was er kann, können auch andere. Meine Passwörter wurden nicht geknackt. Ich habe meine verschlüsselten Dinge sehr, sehr gut verschlüsselt, über drei verschiedene Ebenen. Ich habe mega übertrieben. Also nochmal, ich habe jetzt auch kein Problem, wenn die da rankommen. Bis heute gibt es da keine Rückmeldung, gar nichts, auch nichts, was vor Gericht ist. Ich hatte ja eine Hausdurchsuchung wegen so einiger Sachen. Und da ist einfach nichts. Also nochmal, ich kann euch sagen, dass es Verfahren gibt, öffentlich. Die können natürlich dir das Passwort irgendwo klauen. Ne? Dann wissen sie deinen Schlüssel, ja. Aber sonst gibt es Verfahren, auch bei der Mafia und so. Da sind wir nicht, ne? Ganz anders, die aber sehr sicher sind. Also da bin ich mir sicher, dass irgendein IT-Spezialist in unserer Umgebung das knacken kann, bezweifle ich mal. Also vor allem knacken. Ja? Es gibt auch Leute, die haben ja auf irgendwelchen Festplatten damals Bitcoins irgendwie gespeichert und jetzt sind die irgendwie 20 Millionen wert und er sagt, er gibt dir 10 ab, wenn du da rankommst. Hat bis jetzt keiner geschafft, weil es geht einfach nicht. Dass die größten Regierungen der Welt irgendwelche Möglichkeiten haben. Dass Apple Sachen rausgibt oder so. Ja, aber da sind wir in einer ganz anderen Ebene. Das ist nicht die Willkür vom Dorfpolizisten, der ein bisschen zu viel Alkohol getrunken hat und von seiner Mama nicht geliebt worden ist. Okay, dem darf man diese Macht nicht geben, weil er wäre nicht so gut. Also ich verstehe dich sehr gut, aber ich bin auch ein IT-Spezialist. Ich bin staatlich geprüft auch in diesem Bereich und ich bin Informatiker. Ich kann programmieren. Ich habe auch ein paar Kenntnisse. Ich bin zwar nicht so gut da drin, es ist nicht mein Talent. Ich bin da auch stark von weggekommen, aber ich kann dir sagen, dass ich meine Sachen ziemlich gut verschlüssel. Da wurden auch ein paar Anzeigen eingestellt, weil die Beweise, die man gesucht hat, nicht da waren. Also man hat sie nicht gefunden. Und wo es keine Beweise gibt, gibt es keine Beweise. Ganz liebe Grüße an diesen Spruch. Otto, du hast die Chance genutzt. Ist das dein erster Kommentar hier? Hier oben hast du nochmal geschrieben. Hallo Paul, vielen Dank für die Bereitstellung der Tabelle für die Findungspflege. Leider wurde sie von der Krankenkasse abgelehnt und musste sie per Hand ausfüllen. Ich hätte noch eine Frage. Erstmal, lieber Otto, du wurdest angelogen. Nein, sie ist gültig. Die Form, wie du sowas schreibst. Kein Mensch, das ist die größte Respektlosigkeit, jemandem zu sagen, hier, tragen Sie das sofort in dieses Formular rein, handschriftlich, schön leserlich. Das ist eine Respektlosigkeit, das ist Nötigung, Justiznötigung, Bürokratie-Aua. Wie soll man sowas nennen, ohne zu beleidigend zu werden? Das ist Schwachsinn, das ist Respektlosigkeit, das ist Müll. Das darfst du auf Bewährte dem Staat gerne, wenn das schriftlich dir mitgeteilt worden ist, dass man darauf beharrt, dass du das in deren Tabelle eintragen musst, darfst du gerne den Sachbearbeiter öffentlich bewerten, dass er deine Leistung, die ja da ist, dass er das nicht machen wollte. Er wollte das nicht übertragen. Ich muss mich da ein bisschen beruhigen. Darf die Krankenkasse nur mit der Ersatzpflegekraft abrechnen, wenn ich sie schon bezahlt habe und die Quittung eingereicht habe? Du sprichst über Verhinderungspflege. Ne? Verhinderungspflege kannst du selber entscheiden, wohin das überwiesen wird, lieber Otto. Bei dieser Nachbarschaftshilfe, da ist das so ein bisschen anders, weil man kriegt von der Zentralstelle, da wo auch alle Pflegedienste registriert sind, eine Nummer. Diese Nummer soll uns helfen, besser abzurechnen, dass man nicht immer die Kontodaten eingeben muss, dass man nicht immer sich authentifizieren muss. Und diese Nummer ist da hinterlegt. Ich bin jetzt zum Beispiel umgezogen, ich habe da auch meine Adresse geändert. Und diese Nummer muss man angeben, wenn man abrechnet. Ne? Und diese Nummer bestätigt die Banküberweisung. Das heißt, die Krankenkasse hat jetzt bei der Nachbarschaftshilfe den Nachbarschaftshelfer drin. Sie überprüft den auch, der ist anerkannt. Wir dürfen ihm das Geld geben. Und da ist es, ich sag mal, im Normalfall in Niedersachsen, vielleicht sind das schon zu viele Einschränkungen in deinem Fall,
der Regelfall, dass das Geld von der Krankenkasse direkt auf das Konto des Nachbarschaftshelfers geht. So habe ich das bei uns in unserem Bundesland gelernt, erstmal. So, das funktioniert auch ganz gut. Natürlich kann es sein, dass es vielleicht am Anfang anders abgerechnet worden ist, da muss man gucken. Da kann man ehrlich mit umgehen. Also ich versuche mich zu bemühen, wo es neues Geld gibt. Wir aktivieren neue Leistungen, die sind doch cool, die machen Spaß. Kann man nicht sonst sagen, okay, der kriegt jetzt trotzdem das ganze Geld und dann macht man das unter sich irgendwie aus. Also verstehst du, was ich meine? Auch wenn das schon irgendwie anders beglichen worden ist. Man kann ja auch Rechnungen rückabwickeln, stornieren oder so. Also wenn du das Geld ja schon einmal gekriegt hast von der Person oder so, kannst du ja wieder zurückgeben, weil du hast es jetzt nochmal gekriegt auf einem anderen Weg. Also die Frage ist, wie erreichen wir einfach das Ziel, Otto? Das würde ich dir empfehlen. Das sind meine Gedanken dazu. Apokalypsa, leider nicht. Man kann mich nicht privat kontaktieren, gar nicht. Ihr habt keine Chance, ihr braucht auch nichts machen. Ihr könnt mich auch gerne, wenn euch langweilig ist, es gibt auch ein paar Leute, die meinen es nicht so gut mit mir, mich in alle Spam-Verteiler eintragen. Ich habe da einen sehr guten Spam-Schutz und ein Team, was dann drüber guckt, also auch der Spam-Schutz von Google und Apple zusammen. Braucht ihr keine Sorgen haben, filtern schon alles ganz gut raus, die erkennen das auch. Ich stehe zeitlich leider nicht zur Verfügung. Apokalypse, du hast die Möglichkeit, hier dein Anliegen kurz zusammenzufassen, weil ich dir nicht in der Sache helfen kann. Mein Schwerpunkt vor Ort, den Menschen, denen ich helfe, das ist nur noch eine kleine Gruppe von sehr hilflosen Menschen. Ich möchte es direkt sagen, Menschen, die sich selber gar nicht mehr helfen können, die sonst sich eher das Leben nehmen oder obdachlos sind, die auch einen gewissen Schwerpunkt haben. Da bin ich jetzt darauf fokussiert. Online, es macht auch keinen Sinn, ich helfe nur noch den Menschen in meiner Region. Es geht leider nicht. Ich möchte dir das Wertschätzen zurückgeben, damit du weitersuchst. Du hast hier die Möglichkeit, heute nicht mehr, deine Frage konkret zu stellen und dann kriegst du schon mal eine Orientierung. Wo kriegst du dann Weiterhilfe? Weil, und das ist das Allerwichtigste, meine Lieben, ich bin ja nicht nur hier, ich bin ja auch bei anderen Organisationen und ich habe bei der BZGA eine sehr gute Sache erkannt. Es gibt genug Hilfsangebote da draußen. Es gibt genug Menschen wie wir. Wir haben jetzt 1-2 Jahre hier mal Tagesgeschäft gemacht. Wir haben euch gezeigt, dass wir es drauf haben, sogar richtig gut. Ich habe bei meinen ersten Zuschauern, wo ich noch nicht so viele Zuschauer hatte, 6 MDK-Pflegebegutachtungen mit durchgeführt. Ich war am Telefon mit dabei. Wir haben 5-mal sofort gewonnen. 1-mal mussten wir in den Widerspruch. Was meint ihr, wie viel Zeit das gekostet hat? Aber das ging noch am Anfang. Jetzt möchte ich Größeres bewirken, aber es gibt genauso viele Menschen, die das jetzt machen, die jetzt für euch da sind. Beteiligt die doch sonst auch. Sag doch einfach, hey, wenn du mir jetzt so forst, wir machen heute einen Antrag und du hilfst mir und ich krieg 5.000 Euro Pflegegeld mit Pflegegrad 2 im ersten Jahr. Das ist dieses monatliche und diese Verhinderungspflege. Das ist Bargeld, was auf euer Konto kommt. Dann gebe ich dir die Hälfte in bar. Ihr findet sofort überall viele Leute. Also seid bereit, das Geld, was man besorgt, unter der Bedingung, wir holen uns das Geld. Ja. Was bringt es dir? Du kannst auch einen Anwalt beauftragen. Ich gebe ihm ein ganzes Jahr Pflegegradgeld. Das sind zum Beispiel so 6.000 Euro. Den kriegen sie, wenn sie mir helfen, einen Pflegegrad zu kriegen. Da freut sich jeder Anwalt. Gib ihm das. Wenn du aus Angst zögerst und noch länger brauchst und vielleicht 2-3 Jahre, bis du dich traust, dann hast du in Wirklichkeit mehr verloren. Okay? Jetzt schreibt hier ganz aktuell. Lucien hat mal Anspruch bei Depressionen im Außenraum, bin auf Begleitung im Außenraum angewiesen, sowie Merkzeichen H und B. Grad der Behinderung von 70 besteht unbefristet. Jetzt lese ich das Wort, glaube ich, richtig. Was habe ich denn gerade eben gelesen? Hat man Anspruch bei, habe ich Depression gelesen? Dissoziationen. Oh ja. Lucien. Liebe Person Lucien. Mit einer Diss kenne ich mich mittlerweile auch sehr gut aus. Ganz stark, dass du heute hier bist. Ja, hast du. Eine Dissoziation
ist eine extrem große Sache. Toll, dass du heute hier dabei bist. Stark von dir. Stark, dass du jetzt die Chance genutzt hast, nochmal aktuell zu schreiben. Ich gucke mir jetzt auch an, ob du schon was geschrieben hast, weil du mir sehr wichtig bist. Ja, du hast sehr viele Möglichkeiten. Verrentung, Pflege, Sozialhilfe, Mehrbedarfe, Schwerbehindertenausweis, auf jeden Fall mit H für hilflos. B auch, ja. Ja, du brauchst jemand in deiner Region, der dich da begleitet. Du hast so viele Rechte, auch rückwirkend. Ich bitte dich, das mit deinem Therapeuten, mit deinem Arzt zu besprechen. Welche guten Menschen hast du in deiner Umgebung? Bitte sie, dass sie dir helfen bei dem Anliegen. Dissoziieren ist eine Sache, die sich die nächsten Jahre noch mehr, die noch mehr sich darum sprechen wird. Auf jeden Fall. Also bitte, 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 du hast das ganze Paket. Genau, ich sehe hier, du hast nochmal geschrieben, das war die gleiche Frage. Hast du gut gemacht? Ja. Hier oben auch nochmal hast du dich zu der Versicherung geäußert. Achtung bei vorvertraglicher Auszahlungspflicht. Da gibt es keine Leistung. Zum Beispiel, sehr gut von dir. Du scheinst auch pfiffig zu sein und sehr gut auf dich aufzupassen jetzt. Hey, du hast sogar den anderen geholfen. Stark von dir. Vielleicht fragst du ja auch für eine Freundin und nicht für dich selber. Dann darfst du das weitergeben. Genau. Genau, ich sehe sogar, du hast um 17 Uhr, also als der Stream so in der Halbzeit war, ne, genau die gleiche Frage gestellt. Danke. Ja, und auch hier nochmal ganz am Anfang. Hallo lieber Paul und auch schöne Grüße an die Mitzuhörer. Ja. Danke, danke, danke. Lucien, du hast wahnsinnig viele Möglichkeiten und es ist auch der Wille, dass du sie kriegst. Das Opferentschädigungsgesetz, ich glaube SGB 13 oder sowas. Darf ich einmal gucken? SGB 13? SGB 15? Was war das denn noch? Das sind ja so Gesetzesbücher. War das SGB 16? SGB... Bevor ich mich da durchrate, das ist X und dann 14. Ja, weißer Ring und so weiter. Das wurde verändert. SGB 14. Das wurde komplett neu gemacht. Das könnte für dich interessant sein, wenn du das schaffst. Genau. Hier sehen wir das. Ich nehme euch einmal kurz mit. Seht ihr das hier? Zum Beispiel jetzt auf Google News einfach. Ich habe jetzt SGB 14 eingegeben. Opferentschädigungsgesetz und das neue Entschädigungsrecht. Alles. Alles wurde stark vereinfacht, stark für Menschen wie dich. Okay? Bitte. Ich glaube, du verstehst mich. Mach es. Konnte man das überhaupt sehen? Einen Moment, da muss ich jetzt einmal kurz gucken. Es ist doch alles immer verkehrt herum, oder? Ah? Oh. Oh, ich habe nur diese Seite verspiegelt. Okay, meine Lieben. Ja. Dein Name steht richtig. Das ist doch schon mal was. Ja, ich bin hier ein bisschen anders drauf. Ich glaube, ich habe es gesagt. Das hilft uns, ne? Unbedingt. Ach, weißt du, jetzt schreibst du leider, frage ich für mich. Ich finde das stark. Du hast Dinge überlebt, du hast Dinge geschafft und du bist noch hier. Und du hast jetzt die Möglichkeit, dein Leben Stück für Stück, Monat für Monat, Jahr für Jahr, besser zu machen. Das ist gut. Wir überschätzen uns am Tag und unterschätzen uns im Jahr. Kleine Mäuseschritte nach vorne und dann schaut man irgendwann nächstes Silvester zurück und denkt, wow, was für ein geiles Jahr.
was habe ich alles geschafft? Und man behält es. Du hast die Möglichkeiten, dir kleine Bausteine in deine eigene Verrentung, dein eigenes Rentenpaket zu bauen, die dein Leben lang jetzt bleiben. Luzien. Ist das richtig? Luzien? Nenhammer. Ich wünsche dir alles Gute, okay? So, meine Lieben, wir kommen jetzt zum Ende. Was habt ihr noch gefragt? Heike fragt noch, du hast erwähnt, dass man die Gutachter bewerten kann. Hast du einen Link, wo das möglich wäre? Würde ich gern tun, denn unsere Gutachterin war toll. Es kommt da ein Projekt. Ich habe das die letzten Jahre gemacht auf meiner eigenen Seite, auf meiner eigenen Domain. Ich habe so eine kleine Internetseite und dann hieß das immer Pauls Kurzgeschichten, was der so erlebt. Und das ist vielen gar nicht so bewusst, dass wir vieles bewerten. Wir bewerten das Restaurant, wir bewerten auch den Zahnarzt. Wir bewerten vieles, wir sollen es bewerten. Wir bewerten auch in einem Telefongespräch danach denjenigen, mit dem wir gerade zu tun hatten. Und ich möchte die Möglichkeit öffnen, unterstützt zum Beispiel auch durch die Regierung. Also zum Beispiel die Regierung möchte, dass ihr in Zukunft die medizinischen Leistungen bewertet, also das Krankenhaus vor allem. Es gibt zu viele Krankenhäuser, die mit ihrem Fusch durchkommen. Die können das vollständig abrechnen. Derjenige, der exzellente Leistung bringt, kriegt genauso viel Geld wie derjenige, der fuscht. Wir werden viele Krankenhäuser schließen. Das ist auch gewollt. Stellt euch vor, schlechte Krankenhäuser benutzen euch als Geisel. So. Und da kümmert sich jemand anders drum. Das macht dieser Politiker mit der Brille. Und ich kümmere mich darum, dass wir den öffentlichen Dienst in Zukunft bewerten. Und da kannst du einen Text schreiben und du darfst den vollen Namen der Gutachterin erwähnen. Du kannst ihn auch weglassen, wenn du das wertschätzen möchtest. Du kannst ihr das auch zukommen lassen, dann schicken. Falls sie Wünsche hat, die vielleicht nicht erwähnt werden, dann kannst du das gerne freiwillig machen. Du kannst auch ein Video drehen, so ähnlich wie ich das hier mache. Das ist dein gutes Recht. Du kannst es draufstellen, wo du willst. Du kannst es dem MDK einfach vertraulich schicken. Du kannst es auch auf Google bei der Kartenrezension reinladen. Du kannst es hier auf Google, auf YouTube, auf Facebook hochladen, auf deine Facebook-Seite. Ja, das darfst du, wie du möchtest. Und das wird die Zukunft sein. Das ist ganz wichtig, dass der Täter, dass der Gutachter damit zurechtkommen muss, was die Wahrheit ist, was seine berufliche Tat war. Die wird von Steuergeld bezahlt und ihr habt das Recht, die Wahrheit auszusprechen. Wenn der Gutachter gesagt hat, ach, stellen Sie sich mal nicht so an. Krank ist man doch erst, wenn man nicht mehr aus dem Bett rauskommt. Ja, ich sehe Sie doch, wie gut Sie hier sehen. Diese Respektlosigkeit, wenn sie vorgefallen ist und ihr habt sie gut gesichert, habt sie aufgezeichnet oder es gibt Zeugen dafür, ne? Wir sind eher für die Aufzeichnung. Dann glaube ich euch und dann dürft ihr das sagen. Ihr dürft das nicht veröffentlichen. Ihr dürft aber das Gesprächsprotokoll aus eurem Kopf, so wie das Journalisten auch machen, nicht behaupten, sondern eine Tatsache veröffentlichen. Das dürfen wir. Ich habe auch ein paar Mal vor Gericht gewonnen. Und warum sind die Videos, sage ich mal, zum Teil ein bisschen weg? Weil ich manchmal zu emotional in meinen eigenen Sachen war. Und da möchte ich mich von einer besseren Seite zeigen. Und das, denke ich zumindest, wird Deutschland verändern. Bewerte den Staat.de. Da passiert ein bisschen was im Hintergrund. Und ich möchte euch in die Lage versetzen, selber zu bewerten. Deutschlandweit. Schützt euch und nutzt eure Macht. Das kommt jetzt so ein bisschen, als wäre das so geplant gewesen, dass du jetzt so fragst zum Ende des Streams. Ich fand deine Frage schön und ich wollte ihn nur beantworten. Aishun, du fragst, wo kann ich Bedarfe beantragen? Jetzt gucke ich mal kurz hier, weil hier ein paar Sachen bimmeln. Wir sind jetzt auch soweit durch. Jetzt kommen schon die nächsten Leute, die mich pflegen wollen, die sich dann immer danach kümmern. Ich lege mich gleich ins Bett und dann kommen drei Feen, die mich streicheln und mir was zu trinken bringen und eine Traube und die andere massiert mich. Und wenn ihr denkt, dass das lustig wäre, dann müsstet ihr sonst gleich vorbeischauen und mir geht's ganz gut. Aishun, du bist heute die Letzte, die
noch eine Antwort von mir bekommt. Wo kann ich mehr Bedarfe beantragen? Erstmal überall. Ja. Ob das dann weitergeleitet wird, ist die zweite Frage. Wo gibt es so überwiegend mehr Bedarfe? Ich kenne mehr Bedarfe beim Jobcenter erstmal. Da ist man oft zwischengeparkt. Mehr Bedarfe wie für Hygiene, weil man öfter duschen muss oder öfter die Wäsche wäscht. Mehr Bedarfe für Ernährung, das habe ich auch. Ich habe zum Beispiel, ich kann da ja auch sehr genau sein. Also ich bin ja alle 3 Monate beim Arzt, einmal Routinecheck. Manchmal redet man sehr wenig, manchmal sehr viel. Und zwar seit 2000 bin ich alle 3 Monate bis heute in einer Routineuntersuchung. Und ich bin sehr, sehr gesund. Und im Rahmen meiner Möglichkeit, ich glaube, es kommt auf die Perspektive an, ne? Obwohl ich so sehr krank bin, bin ich für meine Verhältnisse, für den Durchschnitt Deutschlands, habe ich super Blutwerte, super gesundheitliche Organbedingungen und so weiter. Okay, so meine ich das. Und ich habe, jetzt bin ich 35, glaube ich, ich habe 32 Jahre lang unter 51 Kilo gewogen. Ich habe es nie geschafft zuzunehmen. Und jetzt über die letzten Jahre, ne, auch die Zeit, wo man nicht mehr so viel im Urlaub war, nicht mehr so viel draußen und dann immer mehr drin, und es wurde sehr gut für mich gekocht, habe ich es geschafft zuzunehmen. Das ist toll, ein klein bisschen jetzt, nicht so viel, aber der Mehrbedarf bleibt. Und das sind so Mehrbedarfe, die da begründet sind. Ich muss auch mehr essen, weil ich sozusagen durch die Medikamente einen anderen Stoffwechsel habe. Okay, ich will mal nicht zu detailliert werden, aber Mehrbedarfe können alles sein. Ich kenne auch Leute, die kriegen zu dem Bürgergeld, damals waren das noch 450 Euro, sage ich mal, monatlich. Die haben dazu nochmal 400 Euro bekommen, weil sie hatten eine ganz starke Allergie, also das sind seltene Fälle. Ne? Ein Bekannter in Bremen hat Dinge nicht vertragen, also zum Beispiel Parfüms. Alles musste sehr natürlich sein. Waschmittel, es darf keine Chemiesubstanz dran sein. Es muss sehr, sehr rein sein. Er hat sofort reagiert, die Haut ist sofort geschwollen. Und genauso war es auch bei Lebensmitteln. Da durften viele Substanzen nicht drin sein, weil sonst wäre er erstickt. Also du siehst, Mehrbedarfe können auch sehr extrem sein, sehr individuell. Wenn man nachweisen kann, dass genau diese Ausgaben entstehen, auch wegen einer Erkrankung, dann kannst du alles kriegen. So ein bisschen auch natürlich wie bei Menschen, die einen Rollstuhl benutzen, um sich um gewisse Orte aufzusuchen. Und wenn der eben 100.000 Euro kostet, dann kostet der 100.000. Ja. Dann ist das so. Wenn du eine Krankheit hast, wie Hepatitis C war, glaube ich, am Anfang das Thema, ne? Und dann gab es eine Spritze für 120.000 Euro, eine Spritze oder irgendwie sowas, so ganz viel Geld, dann bezahlt das auch die Krankenkasse. Es geht um deine Gesundheit. Also immer brauchst du es, eindeutig, du kriegst es. Nicht die Luxus-Bonus-Version, die normale, die aber das Problem löst, okay? Heißt du, also da hörst du schon ein paar Sachen raus, was so möglich ist und ganz individuell. Lutz, vielen Dank noch, dass du da so drauf eingehst. Und dann hast du noch weitergeschrieben, lieber Aysun, ich bekomme Rente, aber es werden jeden Monat 160 Euro einbehalten, weil ich in Insolvenz bin. Darf nicht. Also wenn du eine hohe Rente kriegst, siehst du, ich kann nicht so pauschal eine Antwort geben, Entschuldigung. Wenn du eine hohe Rente kriegst, dann ist das sowas wie Einkommen. Okay, dann würde man sagen, sie haben ja immer noch genug zum Leben. Und davon rechnen wir das ab. Das kann sein. Aber die meisten Menschen, die ich kenne, da passieren wilde Dinge, die gegen das Gesetz sind, nur die Menschen kennen ihre Rechte nicht. Sagt dir auch keiner. Und du hast die Chance sogar, jetzt pass auf, Aysun, dieses Geld rückwirkend zurückzukriegen. Wenn du beweisen kannst, also erstmal überprüfe, was passiert da. Du schreibst jetzt nicht weiter im Detail. Wenn es Unrecht ist, dann ist der Staat verpflichtet und er wird dir sofort alles geben, was er dir vorher zu Unrecht weggenommen hat. Das halte ich für einen menschenwürdigen Staat. Das muss so sein. Und du weißt ganz genau, wie viel Rente du all die Jahre hattest. Du hast all deine Kontoauszüge, die kriegst du online. Du kannst alles irgendwie nachweisen, weil alles protokolliert ist. Also wir können viele Jahre danach immer mehr genau wissen, was damals war. Und ich habe auch Leute, die wussten nicht, dass sie irgendwie aufstockende Leistungen im Ausbildungsgehalt kriegen können. Und die haben 2 Jahre später sich beim Amt gemeldet, beim Jobcenter, und gesagt, damals, ich habe rumgekrebst in einer Einzimmerwohnung mit so wenig Geld und das war meine Miete. Und ich hatte weniger als der Hartz-IV-Empfänger zum Essen, für Strom. Ich habe heute immer noch Schulden, die ich zurückzahle.
Und die haben einen Antrag gestellt und wir haben es rückwirkend bekommen. Die ganzen Summen, es war nicht viel, aber das hat geholfen. Es geht auch um Anerkennung, um die Würde, die wieder einigermaßen wiederhergestellt wird. Es geht auch um die Motivation, festzustellen, dass man im Recht war, dass einem Unrecht widerfahren ist und man sich wehren kann und man das bekommt. Das ist ein Zeichen der Demokratie, dass Dinge, die falsch laufen, korrigiert werden und nicht vertuscht. Das erwarte ich von einem starken Staat. Und jeder Betrüger soll aufgedeckt werden. Das erwarte ich genauso. Richtig. Aber auch mit Respekt, dass auch seine Rechte gewahrt werden. Man muss da nicht reinstürmen mit einem Einsatzkommando. Wurde jetzt bei mir auch nicht gemacht. Und alle erstmal einen ins Gesicht schlagen, so einen Blendbox-Angriff, damit er irritiert ist. Das braucht man nicht. Man kann höflich klingeln und sagen, bitte nicht irgendwelche Bewegungen machen, die wir falsch interpretieren können. Ganz ruhig bleiben. Wir haben das Gefühl, Sie haben Goldbahn in der Kloschüssel. Wir wollen da mal nachgucken. Bitteschön. Finde ich lustig. Der Polizist Dieter Müller guckt sich meinen Klokasten an, weil ich gesagt habe, da sind die Diamanten. Okay, Aysun, du hast Rechte. Bitte nimm das heute als Motivation mit und du siehst schon, was wir für Gedanken mit dir teilen. Das ist das Wichtige. Okay, meine Lieben, da warten drei Engel für Paul. Ihr dürft sonst nochmal unter diesem Video eure Fragen stellen. Ihr könnt ja jetzt noch hochscrollen und sie rauskopieren. Schreibt sie als Kommentar da. Lasst ein Like für uns da. Das ist immer schön, das einfach zu sehen, wie viele Menschen da einfach irgendwie interagieren. Und jetzt weiß ich, denn ich habe mir das ja gemerkt, dass es jetzt gleich noch einen Abspann gibt, meine Lieben. Okay? Es war schön, dass ihr dabei wart. Danke dafür. Und die nächsten Wochen geht es weiter mit vielen tollen Videos, vielen tollen Sachen. Wir helfen euch gerne. Wir sind auch gerne für euch da und wir wollen sogar etwas machen, was noch... Wir werden euch auch mit Schreiben auf einer anderen Form helfen. Davon habe ich schon im anderen Stream was gesagt. Es wird hier etwas ganz Besonderes geben. Vielleicht ist das hier der wichtigste Kanal für euch in eurem Leben. Überlegt euch gut, was ihr macht. Abonniert das hier oder guckt rein. Es ist alles egal. Nehmt dieses Wissen mit. Habt auch gerne einen Werbeblocker, dass hier nicht so viel an Werbung verdient wird. Macht euer Ding. Ihr seid in der Lage, auf unser Wissen zuzugreifen und sehr schnell dieses Jahr zu einem Gewinnerjahr für euch zu machen. Und das ist maßgebend. Ich sehe, wie viele YouTube-Kanäle Klamauk und Blödsinn machen. Und gute Unterhaltung gehört auch dazu. Braucht man. Ja. Vielleicht ist, wir wollen dieser Kanal sein, der euer Leben verändert. Der euch durch die Technik, durch dieses Format die Würde zurückgibt, eure Rechte zeigt, mit euch zusammen gewinnt, euch Lebensqualität für ein besseres Leben ermöglicht. Und jetzt schreibt ihr noch so schön am Ende. Danke, danke. Das ist auch schön am Ende, wenn alle sich mal einmal kurz bedanken. Ihr dürft das auch doppelt und dreifach machen. Dann spammt mal bitte den Chat voll. Danke. Hat Spaß gemacht. War ganz schön anstrengend. Und ja, ich würde sagen, bis bald. Ich bin einmal im Monat hier. Mehr schaffe ich nicht. Und ja, macht weiter so, meine Lieben. Alle. Manolo, Lutz, Final Baller, das Richtige. Oliver, Mia, Giovanni, alle, die noch da sind, Final Baller und. Sabine, Mia. Ja, ganz, ganz lieben Dank. Glaubt an euch. Und ich würde sagen, bis bald, meine Lieben. Bis bald.